Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Hype des Jahres. Promi Playtime, Alter. Morgen anscheinend angeblich ist es soweit. Wir wissen noch nichts Genaues, aber Leute, es geht los. Diggi, wird Wahnsinn. Ich hab sehr Bock. Chat, wie geht's euch? Hallöchen. Lasst Like da, wenn ihr morgen im Stream dabei seid, wenn ihr das hier im Nachgang seht. Wir gehen heute noch mal ein bisschen die Story durch. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, was Phase ist. Damit wir, wenn morgen Chapter 3 kommt, ein bisschen im Bilde sind. Ey, Digga, ich hoffe, es kommt morgen, ne? Ich weiß nicht. Aber Leute, einmal. Wir gehen rein, let's go! Seid ihr da, Chat? Ich bin endlich mal wieder live, so lange her. Der ein oder andere fragt sich bestimmt, Diggi, was ist passiert? Ihr habt es vielleicht schon gesehen, bei mir auf dem Kanal, Digga, läuft richtig. Bruder, guck dir das an. Da oben die Abos, Diggi. Hier, 500.000 geknackt. Ich sag erstmal, herzlichen Dank an alle. Wir machen morgen einen absolut babamäßigen Stream, wenn hoffentlich alles nach Plan läuft. Wir werden mal sehen. Und da werden wir auch die 500k noch mal richtig geil reinfeiern. Heute geht es jetzt erstmal nur um die Story. Und ihr seht schon, das Game ist mittlerweile auch auf Deutsch. Es gab ein paar Updates auch für die anderen Chapter. Ja, Digga, wir gucken einfach mal rein, würde ich sagen, ne? Also, Kapitel 1. Fängt ja damit an, eine feste Umarmung. Wir wissen, Chapter 2 ist eine Spinne im Netz. Und Chapter 3 ist der Deep Sleep, der tiefe Schlaf. So, die feste Umarmung. Wir sind ein Ex-Angestellter bei der Playtime Co. Das heißt, wir haben selber für diese Fabrik gearbeitet und kehren nach Jahren in die Fabrik zurück, nachdem jeder verschwunden ist. Warum wir da zurückkehren, wissen wir nämlich noch nicht, weil darüber noch nichts gesagt worden ist. So, wir gehen rein ins Game. Jetzt kommt erstmal die geile Kassette. You are about to see the most incredible doll. Wir sehen die unglaublichste Puppe, die jemals gemacht wurde. Poppy. Sie ist die erste Puppe, die ganz intelligent gewesen ist. Poppy gives her answers. Poppy gibt immer Antworten. Und mit Poppy konnte man sogar reden. Die erste Puppe. Einfach gucken, sagt er. Einfach gucken. Wisst ihr, was ich glaube? Ich sag's gleich. Poppy redet. Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Poppy will immer gut aussehen und deswegen muss man sie immer kämmen und ihre Schuhe sauber machen, Leute. 5,99? What's the time? Playtime. Und damit steigen wir ein. Wanted to see how all of the nation's favorite toys were created. Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99. Man konnte für 2,99 in der Fabrik Touren machen, um zu sehen, wie Spielzeuge in der Fabrik gemacht werden. Und hier sieht man das Videoband. Das ist ein bisschen gebrochen. Irgendwas Sasses war da gerade. Wir gehen rein. Ich dachte schon heute, nein. Nein. Hobby Playtime. Digga. So war das Game damals nicht. Und jetzt sind wir drin. Unser erster Contact. Wisst ihr, was meine Vermutung ist? Das Game heißt Poppy Playtime. Und ich glaube, dass sich noch viel, viel mehr um Poppy selbst drehen wird. Laurin, danke für 1 Euro. Caroline hat direkt mal 5 Mitgliedschaften rausgehauen. Dankeschön. Für heute reicht's. Kuss. Ich habe Alerts ausgestellt, Leute. Es geht nämlich heute nur ums Game. Und ihr seht schon, jetzt möglicherweise auch hier an der Grafik, Digga, da hat sich einiges getan. Das sah damals nicht so aus. Und ich könnte schwören, hier oben waren keine Fenster. Ich könnte schwören. Und wir sehen im Prinzip nur draußen. Taschenlampe haben wir auch nicht. Digga, wie immer, willkommen. Willkommen. So. Wir werden die Kassette jetzt erstmal
einwerfen. Hi, ich bin Leif Pierre und er ist der Kopf vom Innovationscenter. Wenn wir das sehen, dann brechen wir gerade ein. Just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Er sagt, er ist Leif Pierre, der Kopf des Innovationscenters, und dieses Videoband ist für Einbrecher gedacht. Er sagt, hört zu Einbrecher, dieses Band wird in einem Loop abgespielt, also immer wieder, immer wieder. Und die sind dafür bekannt, in Poppy Playtime, also in der Playtime Co., für geile Erfindungen. Sie sind aber auch bekannt für ihr Sicherheitssystem. Denn überall in der Fabrik, überall sind irgendwelche Bewegungsmelder angebracht, die das Sicherheitssystem von der Playtime Co. auslösen, die Polizei verständigen, aber das ist nicht das Schlimme. Das Schlimme kommt erst noch. Er will aber nicht alles verraten. Und so landen wir hier. Naja, also wir müssen da drüben jetzt natürlich irgendwie einen Code eingeben, den habe ich mittlerweile auch schon vergessen. Ich war echt ewig nicht mehr hier drinne. Wir sehen hier, gibt es so eine Kasse, wo so Spielzeug verkauft wird. Also ihr müsst euch vorstellen, wir gehen in diese Fabrik rein und wir können so eine Fabriktour machen. Für 2,99 auf entspannt. So, grün, pink, gelb, rot. Neil! Hat er da echt gerade 100 Euro rausgeknattert? Digga, mach das doch dann, wenn Poppy Playtime 3 kommt, Bro. Dankeschön, Neil. Vielen, vielen Dank, Leute. Hashtag Neil in die Kommentare. Ich will jetzt einmal was hören. Alter, nicht selbstverständlich. Neil, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Ich hab dir gratuliert mit Video, aber ich mach's auch noch mal im Stream, Digga. Ich hab den Code vergessen wegen Neil. Okay, warte. Grün, pink, gelb, rot. Easy, Leute. Ich kann's noch. Ich bin der allerechte Main in Poppy Playtime. So, das ist hier halt ein bisschen lame. Wir gucken uns das mal an. Digga, das Grab Pack, Leute. Eine sehr krasse Erfindung, oder? Du bist der Beste für den Job, sagt Michaela. Ey, wie viele schreiben in den Chat rein, Digga? Wie viele Zuschauer sind wir? Bin morgen auch dabei, Neil. Dankeschön für den Zehner. Er ist morgen auch am Start, Neil, Bruder. Übertreibst du morgen? Neil, übertreibst du morgen wirklich? Mach bitte nicht, okay? Du bist morgen einfach dabei, oder? Danke, Antiaco, für 2 Euro. Ich bin froh, dass wir dich haben. Ich bin froh, dass ihr am Start seid. Ja, das gute alte Grab Pack, ne? Wir schnappen uns das mal und dann gehen wir ein bisschen weiter in die Fabrik. Wir sind ja Einbrecher, versteht ihr? Dankeschön. Bitte benutzt das Grab Pack verantwortungsvoll. Klar, also Chat, ihr seid jetzt da, ich bin auch da. Hört zu, Chat. Ich bin hier eingebrochen in die Fabrik, nicht umsonst. Chat, hört zu! Will jemand einen Stuhl? Ich hab einen. Will jemand einen Stuhl? Schnell, Digga. Eins in Chat, wer einen Stuhl will. Ich habe einen am Start. Lass uns Stühle klauen, Digga. Okay, wer will einen Stuhl haben? Chat, okay, ich? Eins? Chefkoch, du kriegst einen. Leute, wer will den Computer? Ich habe einen PC am Start, wer hat keinen? Chat, wir klauen den PC schnell. Ihr könnt ihn abholen, Digga, hier drüben. Alex? Okay, Alex, warte, Bruder, ich brauche noch ein bisschen. Junge, warte, Alex. Hier, Bro. PC ist geklaut. Ich lass hier drin, okay? Ich lass hier drin. Computer für dich. Braucht jemand eine Tastatur? Irgendeiner ein Keyboard oder so? Okay, warte mal. Junge, was ist das denn? Das klappt ja gar nicht.
Ich kann, ja, einen Karton will ich euch nicht andrehen. Wir gucken mal, was wir noch so klauen können, okay? Warte mal! Wir können locker noch was klauen. Moment. Moment. Okay, hier drin ist nichts. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter, Chat. Wir gehen weiter. Wir wollen nicht jeden Kleinkram mitnehmen. Was geht hier oben ab? Ah ja. Digga, ich krieg so viele Nachrichten gerade. Oh, Brox hat mir geschrieben. Der Ehrenmann. Als wir nun weiter in die Fabrik gehen, sehen wir zum allerersten Mal einen unserer coolen Freunde. Leute! Es geht los! Die Message von dem Lied ist krass. Die Message von dem Lied ist richtig krass. Weil, Leute, ihr müsst euch vorstellen, die sagen in dem Lied, hey Mann, Huggy, bla 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 bla, er umarmt dich, bis du platzt. Geil, Bro. Geil, Bro. High five, Bruder. Guckt euch das mal an, ne? Also die Grafik hat, wurde sehr krass improved. Also das kann ich auf jeden Fall sagen. Leute, ich habe Spielzeug am Start. Will jemand Spielzeug? Chat, wir können was klauen. Ich habe was dabei. Chat, ich habe was dabei. Chat, Alter, lass uns das Spielzeug klauen. Rüber damit. Ich krieg das nicht rüber. Ich muss das irgendwie... Warte mal, ich habe eine Idee. Ja, Chat, ich hab's. Ich hab's, Digga. Ich pack's in den anderen Raum. Wir klauen alles, was wir können. Mandy, du willst? Okay, Mandy, du kriegst das Spielzeug. Hol dir ab. Digga, ich hab hier einen PC und das Spielzeug. Warte mal, ich hab noch einen Computer, Chat! Noch einen! Zwei PCs und wir haben eine Spielzeugbox. Ist das Spielzeug... Chat, das Ding ist leer! Oh Gott! Ey, ich hätte fast jemanden komplett hops genommen, ne? Ey, sorry. Okay, wir gehen... Ich geh noch mal rein. Ich guck noch mal. Oh Mann! Warte mal, hier ist was drin. Wer will den? Hier, ein Huggy, Alter. Den nehmen wir mit. Chat, ich klaus. Ich nehme das mit. Ich gebe euch doch... Leute, also kommt mir mal nicht so. Ich gebe euch doch keinen Müll hier. Ja, ich hab's. Jawohl, Chat. Jawohl, gucken wir in die Beute mal rein. Oh, nice. Wenn wir hier schon mal einbrechen, müssen wir auch richtig durchziehen, oder? Let's go. Was habe ich hier? Nee, das ist unnötig, Digga. Das Spielzeug sieht auf jeden Fall nicht so gut aus. Wir gucken mal weiter. Kann ich? Cassie. Cassie, für dich hole ich was Besonderes. Lass dich mal gucken. Leute, wir müssen was für Cassie finden. Cassie war bei der Gamescom am Start. Wir haben Fotos zusammen gemacht. Erstmal Kuss geht raus. Wer ist dieses Jahr Gamescom dabei? Ich gebe eine Autogrammstunde, wenn alles klar geht. Scam. Kann ich hier irgendwas anderes klauen? Kann ich das Schild klauen? Auch nicht. Cassie, ich muss mal gucken, was ich dir zock. Ich schau mal gleich, okay? Ah, wir müssen die Hand hier aktivieren, stimmt. Oder gib mir den Schlüssel. Huggy! Scam! Ich hab da die ganze Zeit hingeguckt. Da guck ich einmal weg und dann so... Was soll das? Ich muss einmal kurz schauen, Leute. Ich habe Dono verpasst. Adita Zecker, danke für einen Euro. Und Julian Glaser, einen Euro. Dankeschön, auch an dich, Julian. Und Nathalie, ich habe auch was von dir gesehen. Lass mich einmal hier ein bisschen durchscrollen. Das muss hier doch irgendwo sein. Alter, Zombie-Fan, Digga, einfach mega Supporter? Was geht denn ab? Ich war doch nur einen Monat nicht da. Digga. Chill mal. Habt ihr mich vermisst? Jake, Digga, dankeschön für 2 Euro. Denno, freust du dich auf Chapter 3 schon? Ja. Ich freue mich sehr, Digga. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, ich muss den Schlüssel nehmen. Hagi, gib mir mal den Key, ne? Danke. Nur für Personal. Ja, das bin ich ja, ne? Kann ja da reingehen. So, Cassie, ich muss dir trotzdem... Hallo? Digga, seit wann ist denn das? Hey, Mann! Ja, tolle Wurst. Cassie, ich hab hier einen Hocker für dich. Bist du damit zufrieden? Ich kann dir... Digga, ich hab einen Besen! Okay, Cassie,
Ich habe einen Besen für dich und ich habe einen Hocker am Start. Such dir aus, was du willst. Vielleicht habe ich hier noch irgendwo was. Lass mich gucken. Alter, ich hätte noch diese höchst wertvolle... Okay, doch nicht. Also, ja. Okay, Cassie, du musst dir was aussuchen. So, wir gehen rum, Chat. Wir müssen jetzt den Strom natürlich aktivieren, ne? Man kennt's, das erste Rätsel so. Hier geht das Kabel direkt hier rein und somit wurde das Ding direkt aktiviert. Ich nehme den Besen. Alles klar, Cassie. Und jetzt, Leute, einmal kurz wieder zur Story zurück. Huggy Wuggy ist nicht mehr da. Verdammt, Alter, der Besen ist übelst am Fliegen. Ich hab ihn. Cassie, du musst hier selber einbrechen, okay? Ich pack den Besen hier hin. Den Rest musst du selber schaffen. Ich muss weiter. Ich komme nicht mehr zurück. Denn um morgen 20 Uhr Kapitel 3? Ja, sieht ganz danach aus. Sieht ganz danach aus. Okay, mache ich. Alles klar. Dann gucken wir mal weiter. Oh, habt ihr die Hand gesehen? Das erste Mal bekommt man in diesem Spiel natürlich ein bisschen Angst, weil, Leute, ich habe natürlich schon viele Videos zu Poppy Playtime gemacht, aber hier, ne, ihr müsst mal bedenken, du kommst rein, Digga, du siehst so ein riesen Spielzeug und siehst nur noch diese Hand, man, wie sie rausguckt, so wie so ein Schlangenhand, Digga, so mäßig, weißt du? Das hier auch sehr schade, denn das ist die Treppe zur Hölle. Voll geil, muss ich ehrlich sagen. Leider wissen wir nicht, was es damit auf sich hat. Ich gehe davon aus, wollt ihr meine Meinung wissen? Diese Treppe zur Hölle werden wir bestimmt irgendwann wieder öffnen. Wenn wir vielleicht aus der Fabrik oder so escapen, könnte man hier so raus, geht da hinten hin und aktiviert endlich diesen Raum. Das wäre krass. Es wäre auch krass, wenn man wieder zurückkehren müsste in Chapter 1, weil hier ist noch so viel, was wir nicht gesehen haben. Testing, Innovation, Theater, Cafeteria, wo man vielleicht nochmal reingehen könnte. Weißt du? 1600 Zuschauer? Junge, was? Oder wie viele werden das morgen? Chat, was? Digga, ich zock, hä? Ich zock doch nur Chapter 1 und 2. Hä? Junge, was geht denn hier ab? Als ob, ich muss das nachgucken. Ey, safe nicht. Safe nicht. Schreibt rein, wie viele Zuschauer haben wir gerade, Chat. Ich mach euch Instagram rein, okay? Safe nicht. Das glaube ich nicht, Digga. Das ist viel zu viel. Lass mich mal ganz kurz gucken. Was? Digga! Leute, ich bin gerade Livestream. Wir sind 15 Minuten drinne. 1600 Zug. Digga, seid ihr bescheuert? Ihr habt doch alle keine Hobbys, Mann. Bro, was? Guck dir das an. Guck dir den Chat an. Ey, Kuss geht raus an alle, die gerade am Start sind. Big Kiss an den Chat. Die alle am Start sind, ne, Digga? Das ist ja Wahnsinn. Wie viele werden das morgen? Oh, Bro, morgen Rekord für 10.000 Zuschauer einfach so? Wäre krass. Digga! Ey, pass auf. Hört mir zu. Wenn ihr heute richtig rein supporten wollt, ne? Ich werde in diesem Video nicht mehr sagen, lasst ein Like da oder sonst was. Ich weiß, ihr hasst das. So, ich werde damit jetzt auch aufhören, ne? Nur schaut das Video bis zum Ende, diesen Stream hier. Schaut es einfach bis zum Ende. Das ist eigentlich der krasseste Support. Und da oben, Digga, gehen die Abos. Sie, Digga, machen so, Alter. Okay, Leute. Das ist ja auch eine ganz interessante Situation. Wir sind jetzt natürlich weiter in der Factory und dann so... Ah! Oh mein Gott, hat mich das gerade erschrocken. Wow! Ich hab mir fast in die Hose gemacht. Wow! Ich mach bisschen so... Weißt du? Ich gehe auf die Story ein, aber ich tue auch so, als würde ich das erste Mal spielen. Okay, ist das ein Deal? Machen wir so. Dankeschön nochmal für 2 Euro, ich habe es dir gerade vorbeifliegen sehen. Ey, noch mehr Spielzeug. Okay, Leute, passt auf. Die blaue Kiste ist für den Chat. Alles, was wir klauen, packen wir in diese Kiste rein, okay, Chat? Wir haben nichts. Wir haben noch nichts. Neil, Dankeschön für 20 Euro. Er sagt... Herzlichen Glückwunsch zu den 500k.
Bruder, Dankeschön. Oh, ich habe vergessen, auf Instagram hochzuladen, glaube ich. Ich muss es einmal kurz machen. Sonst seht ihr das da gleich nicht. Kurz hochladen. 1600 Sub, Digga, seid ihr bescheuert? Ihr habt doch alle keine Hobbys, Mann. Wir bleiben. Heute ist Survival-Training. So. Gut, wir gehen hoch. Ab in die Factory, unten geht nämlich die verdammte Door nicht auf, Leute. Und hier. Die Poster sind einfach deutsch, Mann. Hagi sagt, vergiss nicht, Pausen zu machen. Wusstet ihr eigentlich, dass ich so ein Poster bei mir an der Tür hab? Digga, ihr glaubt's mir nicht? Okay, Chat, jetzt gibt's Einblick in mein Privatleben. Okay, Chat, Einblick in mein Privatleben. Da ist es! Chat, da ist es! Ich hab das Poster bei der Tür! Ich hab's gesagt, ich mach's! Ich hab's getan! Eins in Chat, wenn ihr es feiert. Ehrlich. Geil, oder? Digga, ich hab mir das Poster gekauft. Ich fand's zu krass. Pausen dürfen nicht länger als 10 Minuten sein, ne? Also für alle, die mal arbeiten gehen wollen, halbe Stunde Pause ist nicht mehr. Sag ich nur, wie es ist. So, wir haben den Block gefunden und den packen wir jetzt erstmal hier rein. Und wir sehen oben den Kran und da hinten ist so eine rote Hand. Eine weitere Hand fürs Grab-Pack, Mann. Ja, und da steht noch was anderes. Und zwar da oben, betreten verboten. Aber das soll uns erstmal nicht kümmern, denn wir sind ja auch hier, um was zu klauen. Stimmt's? Also, Chat, was klauen wir? Ich packe alles in die blauen Boxen. Was haben wir hier? Wir brauchen erstmal diese Energieteile. Wo sind die? Bro, hier ist auch keins. Da hinten habe ich eins gesehen, da oben. Und hier habe ich auch noch eins. Okay. Mach die Augen auf. Wir müssen was klauen. Den Dino? Ich hab was. Ich hab was. Wo ist der Dino hingeflogen? Da hinten. Okay, Chat. Es hat fast geklappt. Ach, verdammt nochmal. Man zieht das Ding doch noch... Digga, ist echt nicht witzig gerade. Ist echt nicht witzig gerade. Da oben ist das nächste Teil. DJ Not Live. Herzlich willkommen in der Familie. Schön, dass du dabei bist. Darf ich den haben? Ich muss gleich mal gucken, wie wir es machen. Oh mein Gott! Huggy Wuggy! Ja, so nah, Bro? Habt ihr alle schon abonniert? Hä? Geh jetzt. Soll's gehen, habe ich gesagt. So. Überall steht die Zahl 2 drauf. Warum? 2 steht hier, glaube ich, in diesem Spiel für Energie. Für Energiegeber. Und die 1 ist der Energietaker. Jetzt geht die Maschine da hinten. Erstmal mies steil. Bring die Maschine zu mir. Ja. Beste Animation. Habt ihr es gesehen? AAA-Titel jetzt schon. Die Animation, Digga, wie das Glas zersprungen ist. Leute, das war geisteskrank, oder? Sag ehrlich. So, was machen wir jetzt? Ich... Da oben! Ich hab ihn. Ich hab ihn richtig... Geil, Digga, ich hab einen Dino. Ja, Chat! Och, Mann, er hat schon wieder Beine verloren. Ey, Chat, ganz ehrlich, wir haben den Dino gefunden. Ich gebe Dino raus für euch. Holt ihn euch einfach ab. In die blaue Box kommt alles rein, was wir klauen. Also zumindest in diesem Raum hier. Ihr holt euch selber ab, oder? Sollen wir nochmal die gelbe Kassette durchgucken? Eigentlich ist das für die Story sehr wichtig, ne? Lass mich mal schauen. Es gibt hier irgendwo in diesem Raum noch eine gelbe Kassette, die wir abspielen können. Die müssten wir noch finden. Ich muss nur einmal ganz kurz gucken, wo die gleich war. Ich schätze mal, die ist hier irgendwo auf dem Regal oder so. Vielleicht doch hier auf der Seite. Da ist sie. Hab sie. Da schreibt jemand, du Kackwurst. Junge, Yusuf, was geht denn bei dir ab? Soll deine Mutti dir mal eine dicke Respektschelle geben, mein Bester? Schreib mal sowas nicht vor 1700 Leuten in den Chat rein.
Komm, Gamescom, Bruder, 1-gegen-1 Arm drücken. Und der, der gewinnt, ich sag ehrlich, der ist keine Kackwurst mehr. Okay? Digga, Mann. Was soll denn sowas? Ach, Leute, ey. Ich lieb's. Okay, wir packen die Kassette rein. Psst. Ich übersetz gleich. Rich, where are they keeping the Huggy Boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice place. Ich übersetz gleich. On brand. It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't fight stupid hockey boxes. Rich. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable? Also, es gibt einen Charakter, Rich heißt der. Habt ihr den Typen gehört, der so geschrien hat? Ich sag euch ungefähr, was er gesagt hat. Mann, diese blöden Huggy-Boxen! Wir müssen jetzt irgendwie dazu eine Waisenhaus bringen, Mann, das nervt alles! Diese verdammten Boxen! Und dann war da so ein Typ dabei, der hat gesagt, Rich, reg dich doch nicht so auf. Man darf sich nämlich nicht aufregen in der Poppy Playtime-Fabrik. Darf man nicht. Und dieser Rich, das ist so ein bisschen, als wäre der voll genervt. Er kommt hier rein und er sagt, Bruder, hier sind überall diese verdammten Boxen, überall, jeder Schrank, überall. Mann, das ist einfach zu viel. So, und der andere hat gesagt, beruhig dich. Mehr haben wir nicht gehört. Also, es gibt Rich. Der könnte nochmal irgendwann interessant werden. Dankeschön. Danke für die Dono, ich habe es gerade gesehen. Kuss, 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 auch wieder dabei. Das Waisenhaus vielleicht auch in Chapter 3? Wäre eine Idee. In der Tat. Wir gehen mal runter. Hier, Leute, das ist der Energie-Taker. Ey, das mit den Zweien war gerade komplett RIP. Okay, Mann, wir gehen mal weiter gucken. Wir nehmen hier mit der Hand das. Sliden hier auf entspannte Runde runter. Und machen diesen. Und werden durch die Fabrik gefahren. Leute, wir brechen immer noch ein. Vergesst es nicht. Wir brechen da immer noch ein. Mann, ich hab Bock auf Horrorspiele. Fiverr Frogs, okay, Mann. Fiverr Frogs. Oh, ich hab was, Chat. Ich kann was klauen. Digga, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Adoptionsfreunde? Adoptieren Sie noch heute ein Waisenkind? Junge, was geht hier denn ab? Die Playtime Co. Pflege- und Adoptionshilfeinitiative erstrebt für jedes Waisenkind eine Konstante im Leben. Und das mit Pflegeeltern aus unserer eigenen Firma? Wir wollen alle zu einer Adoption ermutigen und Teil unserer Mission werden lassen. Teilnehmende Angestellte könnten weitere Vorteile erhalten. Diese Initiative hilft zudem nicht nur Kindern aus der Midwest-Region, sondern aus der ganzen Welt. Denn jedes Kind verdient die Chance auf ein neues, besseres Leben. Finde ich aber ein bisschen komisch, Digga, warum die, warum das nur sozusagen Pflegeeltern aus der eigenen Firma sein können. Das heißt, Leute, überlegt mal, ihr müsst mal die Story jetzt checken. Es wurde aus Kindern in dieser Firma Spielzeug gemacht. Okay? Und es waren alles Waisenkinder. Scam! Spiele die Senders mit dem ägyptischen Gott. Bist du dir da sicher, Neil? Es gibt nur einen und der kehrt nicht mehr zurück. Es sei denn, es kommt ein Update. Mach einen Freund. Unser Gründer Elliot Ludwig war ein Visionär. Ein Mann mit Vorstellung. Er setzte den Grundstein für alle großen Errungenschaften von Playtime Co. Doch von all seinen grandiosen Erfindungen ist die Mach-einen-Freund-Maschine eine der kreativsten, beeindruckendsten und fortschrittlichsten. Sie allein
ist für nahezu jedes Spielzeug von Playtime Co. verantwortlich. Damit sie das schaffen kann, braucht sie nur die passenden Teile und schon malt sie, baut zusammen und prüft gleichzeitig sogar die Qualität. Und schwupps, weg ist die komplexe, rückenzerstörende Kleinstarbeit. Die Maschine kann das alles. Und mehr. Leute, und mit mehr würde ich fast sagen, wurde diese Maschine dazu benutzt, Kinder in Spielzeuge umzuwandeln. Meine Theorie, Digga, aktuell. So. Okay, wir können da erstmal nichts machen. Ich gehe mal hoch. Es läuft, Chat. Was ist eine Mitgliedschaft? Brauchst du dich erstmal nicht drum kümmern, Broski. Das ist erstmal nicht so wichtig, mein Bruder. Hier unten haben wir noch eine Kassette, die hören wir uns an. Let's go. Ich höre genau rein. So, Stella, what made you es geht work um Stella. Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom ich übersetze gleich. Anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience. Ich mache Notizen. It's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back to being a kid. I mean, and it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof. Human bodies just can't stay young forever. There's things though. Like some trees that can stay alive even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right, I think we're getting a little off track. Okay, das ist sehr, sehr komisch gewesen. Ich sag euch mal in etwa ungefähr, was sie gesagt hat. Es geht um Stella. Warum hat sie sich hier bei der Playtime Co. beworben? Also Stella war wahrscheinlich eine Mutti von irgendeinem Waisenkind. Und sie hat gerne mit Spielzeug gespielt und eine Leidenschaft gehabt, mit Kindern zu arbeiten. Aber sie ist irgendwie mitten im Gespräch abgeschweift. Sie sagt auf einmal so, ja Kinder, Kinder werden irgendwann älter und immer älter und dann sind die einfach tot. Aber so ein Baum zum Beispiel, der ist viel älter als ein Mensch werden kann. So völlig krank. So völlig crazy. Und er sagt so, na gut, wir sind hier ein bisschen vom Thema abgekommen. Okay. Also Stella. Stella, Richie, Elliot Ludwig, wir haben sie alle. So, ich muss jetzt einmal ganz kurz schauen. Ich glaube, das funktionierte so, ne? Arschbombe! Meine Beine! Oh, okay, ist alles wieder cool. Leute, glaubt ihr ehrlich, der Strom ist an? Ich weiß nicht. Ich habe nur so ein Gefühl. Ist der Strom an? Achtung, es wird laut! Bruder! Digga, wie laut ist die verdammte Maschine, Alter! Mach mal leiser jetzt hier. Digga, das ist ja völlig übertrieben. Leute, ich muss jetzt hier mal ganz kurz arbeiten. Mach mal ganz kurz entspannt jetzt hier. Mach mal die Maschine jetzt klar, du. Teile gehen rein in die Fabrik. Wir gucken uns die Herstellung an. Da hinten gehen die Spielzeuge durch. Aha. Warum so laut, frage ich mich. Kann ich dir auch nicht sagen. Wir gucken uns das genau an hier. Teile wurden gefärbt. Habt ihr verstanden? Einfach gefärbt auf entspannt. Wurde daraus so, ne? Und hier wird es, glaube ich, jetzt zusammengesetzt. Wer bist du denn, Alter? Guck mich mal nicht so an. Digga, die Maschine ist doch sass, Leute. Hashtag sass in den Chat. Was passiert hier drin? Ich guck mir das genau an, du Blödi. Wurde zusammengesetzt. Qualitätsprüfung.
Und das war's. So wird ein Spielzeug hergestellt in der Playtime Co. Kein Problem, Leute. Zeige ich euch natürlich gerne. Aber eine Frage habe ich. Was klauen wir? Was klauen wir, Chat? Es gibt nichts. Wir können hier nicht zocken. Ich stelle erstmal jetzt das Ding hier rein. Lass uns Huggy klauen. Müssen wir bedenken, ne? Huggys Arm war hier. Wir sind im gleichen Gang. Das ist die Treppe zur Hölle. Hier. Okay. Man denkt so, man könnte da jetzt vielleicht gleich durch. Man geht. Und dann auf einmal ist der süße kleine Huggy am Start. Und wir gucken ihn uns schon an. Und Digga, schau mal, wie groß der schon ist, ne? Huggy, mein Lieber, ich muss hier auch mal ganz schnell weg, Bruder. Tschüss. Und jetzt geht die Taschenlampe an. Wir werden gefahren in die ganz miese Umgebung. Wir sind in dem verdammten Schacht drinne. Guck dir das an, Digga. Oh mein Gott, Huggy ist so gruselig, Diggi. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt passiert. Huggy. Junge, was geht denn jetzt? Habt ihr die Augen gesehen? Die sind ganz anders. Huggy, mach ruhig. Oh mein Gott. Der will mich essen, Leute. Ich versuche ihn zu klauen. Das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Bro, Bro, mach mal nicht diesen. Chill mal. Der, wie hier reinguckt. Huggy. Bro, was haben sie mit dir gemacht? Ich muss dann los. Lauf, Digga, lauf, Digga, lauf, Digga. Komm schon, komm schon. Huggy, hasta la vista, Baby. Sayonara. Und da fällt Huggy runter. Butz. 1-0 Denno. Also, wir haben Huggy Wuggy einfach umgelegt, ne? Überlegt mal. Der ist jetzt ungefähr von der Größe so 2,50 Meter, 3 Meter groß. Bro, den hat so hart in die Tiefe gerissen. Digga, der ist einfach weg. Huggy Wuggy, finish, Diggi. Komplett RIP. No, Huggy. Ja, ihr seid wieder, ne? Hauptsache, der verfolgt mich und will mich fast aufessen. Aber ist ja cool. Ist ja nur Huggy. Lass den nur ruhig draufgehen, kein Problem. Wir haben die 2000 geknackt mit Zuschauern. Digga, morgen, Leute, will ich mindestens 5. Wir haben, pass auf, Chapter 2 von Poppy Playtime war der bisher erfolgreichste Stream in meiner ganzen Karriere. Wisst ihr, Chat, wie viele Zuschauer wir da hatten? Wisst ihr das noch? Hier ist eine Kassette, by the way. Interessant für die Story. Ich sag's euch, bevor ihr ratet. Okay? Wir hatten circa... Ich kann es euch sogar genau zeigen. Ich zeige es euch einfach genau, bevor wir die Kassette abspielen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich muss hier im Live gehen. Ich zeige es euch übers Handy. Poppy Playtime Chapter 2. Digga, wie viel Views hat der Stream, ist die Frage. Ich glaube, das ist der meistgesehenste Stream aller Zeiten. Ja, tatsächlich. 715.000 Leute haben den gesehen. Zuschauer, ich zeig's gleich rein. Man sieht's schlecht. 5.862. Das müssen wir in Chapter 3 wieder packen. Ich hau die Kassette rein, die unbeschriftet ist. Wir hören mal rein. Ich übersetz gleich. In relation, Experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. As well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments die Klaue! Die Klaue! In a secure location. I'm
not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Experiment 1006 ist die Klaue, aka der Prototyp. Das ist der stärkste und krasseste von allen. Wir haben Hagiwagi gekillt. Wir haben... Digga, passt auf, Leute. Krasser Mindswitch jetzt. Hört zu. Hört genau zu. Das, jetzt kommt was Wichtiges für die Story. Digga, sagt mal, wie ihr das seht gleich, ob ihr mir zustimmt. Wir haben Hagiwagi gekillt, Mami Long Legs, und wir wissen, in Chapter 3 Catnap kommt. Aber Digga, die Klaue war doch da. Wir haben sie im Game schon gesehen. Hatte Catnap so eine Klaue? Nee, Digga. Die Klaue ist der verdammte Endboss. Der Prototyp. Experiment 1006. Das ist der Boss. Das kann nicht anders möglich sein. Er ist der Stärkste. Das heißt, Leute, es gibt hundertprozentig... Safe, ja, wobei... Digga, safe nicht. Safe gibt's noch einen vierten Part oder so. Oder einen fünften oder einen sechsten. Der Prototyp ist der Endboss. Der, der Mami Long Legs greift. Das sehen wir nachher noch in Chapter 2. Wir zocken es ja heute noch rein. Bro, imagine. Okay, ob Killy Willy, also ich, auch noch morgen kommt? Boah, das wird interessant, Digga. Da waren Schreie im Hintergrund. Motzel, gut aufgepasst. Stimme ich dir zu. War aber, glaube ich, weil Hagiwagi da gerade im Vent gekommen ist oder so, ne? Das hier auch sowieso krass. Wir sollen ja zu dieser Blume gehen. Und dann steht hier einfach nicht gehen. Stopp. Gefahr. Stopp. Nicht. Flieht. Okay, ich gehe rein. Und dann sind wir hier. Überleg mal, wie weit wir jetzt schon runtergegangen sind, ne? In der Fabrik. Da wurde so viel in die Erde gebaut. So viel im Untergrund. Und es ist ja wirklich so, ne? Ist ja wirklich so. Der Prototyp könnte Teile der besiegten Monster nehmen und für sich verwenden. Digga. Das ist eine heftige Theorie. Safe. Der Prototyp bastelt sich aus allen toten Monstern irgendwas. Das wäre voll krass. Der Prototyp ist Elliot Ludwig. Digga, das wäre natürlich wild, aber das kann man sehr schlecht sagen. Digga, hier ist ein kleines Puppenhaus, ne? Chat, ich hab ein Kissen. Chat, ich kann was klauen! Wir nehmen Kissen mit, wir nehmen zwei. Chat, wer will die haben? Ich hab zwei Kissen am Start. Ihr holt euch die ab. Ich hab die Kissen. Ich pack sie vor die Tür, Chat. Ich pack's vor die Tür! Ich hab sie! Digga, die wollen runterfallen, aber nicht mit mir. Und... Oh. Okay, Chat, ich hab die Kissen hier hingepackt. Ihr holt euch die ab, ja? Wie geht's dir? Liebe Grüße, Melissa. Melanie, danke erstmal für 5 Euro. Und mir geht's sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Was hat der in den Kasten gesagt? Wie, was? Ja, das hat er gerade gesagt. Das war die Theorie. Der Prototyp ist der stärkste von allen. Er hat gesagt, er möchte, dass der Fehler nicht noch zweimal gemacht wird. Deswegen macht er diesen Log. Aber wurde, bevor er uns was dazu erzählen konnte, einfach aufgehalten. Der Log hat geendet. Poppy Playtime. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich diese Tür das erste Mal aufgemacht habe, vor 500 Zuschauern? Du hast meine... You opened my case. Du hast meinen Kasten geöffnet. Wild. Einfach nur wild, Leute. Das war zum ersten Chapter. Jetzt, wisst ihr ja, gehen wir ins zweite. Ich mache jetzt einmal kurz die Aufnahme hier aus. Geh mal ins zweite rein. Das lädt auch jetzt direkt. Klein uno momento. Es dauert wenige Sekunden. Oh, ich habe gerade gesehen, jemand aus meiner Friendlist von der Community hat sich gestern noch Poppy Playtime gekauft. Krass. So.
Freunde. Manfred Hackel, moin Denno, wie geht's? Ich freue mich. Mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Also, Spieleaufnahme und let's go. Rein in Chapter 2. Chapter 2, Flying Web. Blöd ist, das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, dieses Game ist auf Englisch. Jetzt, wo Poppy frei ist, beginnt die Situation sich ganz drastisch zu drehen, während du nach einem Weg suchst, aus der Fabrik rauszukommen. Fühle ich nicht so, weil, Leute, wir sind ja gerade erst in die Fabrik eingebrochen, das wisst ihr ja auch, aber wir gehen mal gucken, was wir der Story so entlocken können. Der guckt dir das an. Oben rechts Spinnwebe. Wird die Spinnwebe schon gecheckt? Bei dem Lied werde ich doch wahnsinnig. Krass! Ein Spielzeug, wo man die Arme verdrehen kann! Wake up! Und dieses Band hat irgendwelche komischen Fehler. Wach auf! Seht ihr das? Poppy ist das. Wach auf! Okay, ich wach auf. Warte mal ganz kurz. Da kommt mir gerade was in den Sinn. Warte mal ganz kurz. Oh mein Gott. Das war eine Connection zu Chapter 3, stimmt's? Der tiefe Schlaf. Catnap schläfert ja Leute ein. So, wisst ihr ja, mit seinem Gas. Poppy kommt und sagt, wach auf. Wach auf. Hat Catnap mich gerade zum Einschlafen gebracht oder was ist hier passiert? Das könnte jetzt schon eine Verbindung zu Chapter 3 gewesen sein, obwohl man noch gar nichts über Chapter 3 wusste. Krass. Ich hab's gesehen, Buddy. Danke für den Tipp, aber ich guck erst später in den Trailer rein. Okay, Leute. Ich muss jetzt einmal ganz kurz den Sound und so ein bisschen hochdrehen. Okay, ich denke, das passt. Also, ihr wisst ja, wir klauen wieder Sachen. Es war halt auch voll krass, weil ich habe im ersten Chapter irgendwann so ein Video gemacht, wo ich predicted habe, dass es hierhin weitergeht. Ja, und da sind wir auch schon. Noch tiefer in der Fabrik. Bucht 09. Was ist das hier? Einfach nur eine Treppe. Wir gehen ins Büro vom Boss höchstpersönlich. Elliot Ludwig. Da ist er. Leute, ich liebe rote Türen. Es gibt immer so Horrorfilme mit so roten Türen. Und ich will immer safe wissen, was ist hinter dieser roten Tür. Kennt ihr das? Einzelchat. Wenn ihr das kennt, so eine rote oder so eine gelbe Tür, Mann. Das sieht einfach voll krass aus. Okay, und hier fängt es das erste Mal mit diesen blöden Pappschildern an, ne? Ich mach Hagi einfach nach. A big squeeze. I promise I won't bite. Come closer, friend. I'll squeeze you until you pop. Wer hat da gerade gefurzt, Chat? Wer hat da gerade gefurzt? Chat, wer hat da gerade gefurzt von euch? Ihr habt es gerade gehört. Wer war das? Ja gut, wenn es keiner sagt, dann gehe ich halt off. Dann mache ich den Stream jetzt aus, wenn keiner sagt. Ihr alle? Digga, wie viele Leute haben denn hier gebläht, Junge? Das stinkt auch irgendwo mal. Mando. Ihr hört es uns doch mal an.
Wir hören es genau an. Ich hab's aufgenommen. Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Wir hören es genau an. Come closer, friend. Kann ich hier was klauen? Geht nicht, Alter. Geht grad nix. Leute, jetzt hört euch genau an. I'll squeeze you until you... Ah! Oh, Bro, das war diesmal ich. Total dumm, ey. Ich hab ne Leiter, Chat! Ich hab ne Leiter! Wir klauen die! Wir sind immer noch Einbrecher, denkt dran. Okay, Chat, ich hab die Leiter. Let's go. Ich bring sie durch die Tür. Ah, nimm die verdammte Leiter mit! Yeah! Hä? Oh, nee, ne? Oh, ich dachte, mein Grab-Pack ist verbuggt. Gott sei Dank. Chat, ich hab die Leiter geklaut. Wer will die haben? Ich sag mal so. Boah, ich hab noch was, Digga. Ich hab hier so ein Pony zum Dingsen, zum so... Weißt du? Also, ich mach die Tür zu. Könnt ihr euch abholen. Der Raum ist safe. Versprochen. Der Raum ist safe. Der korrumpierte Huggy ist eine Halluzination. Okay. Ja. Das Knacken war aber auch gerade wieder. Bro, wer hat denn den Huggy gemalt? Ey, ich habe letztens von meinen Fans Post bekommen. Das sah original genauso aus. Das haben die doch geklaut in dem Game. Digga, wie cool. Mein bester Freund. Oh, das war also der Dino? Mit einem Jungen, der adoptiert wurde anscheinend. Das sind alles adoptierte Kinder. Und Poppy hatte irgendwie anscheinend mit Candy Cat ziemlich viel zu tun. Und hier schreibt jemand, danke, Mr. Ludwig. Und hier, Huggy und Kissy lieben sich. Das sind keine Geschwister. Das sind Mann und Frau anscheinend. Also wie es aussieht. Und hier, Kissy und ich. Bitte macht mehr gute Spielzeuge, Huggy Wuggy, Poppy. Sie, die hat das gemalt, dieses Bild hier. Was steht da? Oh, Digga, ich kann es nicht lesen, Mann. Die hat richtig schlecht geschrieben. Okay, wir machen das Ding jetzt erstmal hier runter. Und ich nehme eine Statue mit. Und wir sehen hier einen kleinen Bauplan, by the way. Wir haben noch ein Blatt Papier gefunden. Der Bauplan hier ist von einem komplett neuen Spielzeug. Und zwar der Liebes... dem Liebeskäfer. So wie es ausschaut. Der Liebeskäfer. Mhm. Ich hau mal das Ding hier rein. Ich versuche zu übersetzen wieder, Leute. Cool bleiben. Oh, Digga, Spielfilm, Alter. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Okay, ich übersetze euch kurz. Ich habe nämlich ein bisschen mitgeschrieben. Das hilft mir auf jeden Fall auch, damit ich nichts vergesse. Elliot Ludwig ist natürlich der Erschaffer des Ganzen hier. Das ist sein Büro, by the way, Leute. Und er war geschieden, hatte keine Familie mehr, war aber trotzdem noch, also sehr familienfreundlich. Er mochte einfach Familienleben, war aber trotzdem geschieden. Schon ein komischer Widerspruch an sich. In den 60ern, also 1960 bis 1969, ist ein tragischer Familienunfall passiert, eventuell seine Frau. Aber eigentlich, wenn man ja sagt, jemand ist geschieden, dann lebt die Frau noch. Wenn jemand sagt, man ist verwitwet, dann ist die Frau gestorben. Weiß man auf jeden Fall nicht. In den 60ern gab es einen Unfall
Und das hat ihn richtig runtergezogen. Bis zum niedrigsten Punkt seines Lebens. Und dann hat ein einziger Mann ein Riesenimperium aufgebaut. Diese Spielzeugfabrik. Und das alles begann 1900 und dann ist das Band abgebrochen. So, wir finden also immer mehr raus. Immer mehr macht sich hier so breit. Ja, oh, da kannst du dich mal nicht so erschrecken, Mann. Nächstes Mal gibt's eine Dono. Ja, ist aber schon süß irgendwo, ne? Melanie Jans, herzlichen Glückwunsch zu 500k. Liebe Grüße, Mama von Melissa. Mach weiter so. Melissa und ich schauen dir jedes Mal gerne zu. Melanie, ich sage herzlichen Dank. Großes Küsschen und ich hoffe, ihr seid morgen am Start. Ich habe so Bock, Leute, mit Poppy Playtime, ihr wisst. Vielleicht wisst ihr es nicht. Ich habe YouTube lange gemacht, 1,5 Jahre ungefähr. Und mit Poppy Playtime hatte ich das erste Mal auf YouTube meinen Durchbruch. Denno 2, kannst du mir gute Besserung wünschen? Gute Besserung, mein Lieber. Ich hoffe, du kommst schnell wieder auf die Beine. Denk immer dran, Brudi, Vitamin C ist ganz wichtig, wenn man krank ist. Vitamin C, Bruder. Ganz, ganz viel. Und wenig Zucker. Sie bedankt sich, dass ich sie freigelassen habe. Und sie wird es mit zurückzahlen. Typhoon Strike. Danke für 2,50 Euro. Und hoch. Wir müssen nämlich jetzt zum Bahnhof, Baby. Die Spielzeugmaschine wurde auch 1960 gebaut. FNAF World. Woher weißt du das? 2100 Viewer. Ja, am Ende des Tages auch egal, Leute. Ich freue mich nur, wenn er bis zum Ende schaut. Okay. Herzlichen Glückwunsch zu 500k. An Octan Building Hacks. Was geht, Bro? Danke dir, Mann, für 2,50. Vielen, vielen Dank, Bruder. Machen auf. Kasten, machen auf da. Zeig mir den Aal, Bruder. Ich liebe diese Musik. Ich liebe diese Musik. Ich gehe gleich hin, ich genieße, Chat. Habt ihr Bock? Ein kleines Konzert von Poppy. Oh. Wenn wir es klauen können, nehme ich es natürlich mit. Ist klar. Ja, hört es euch an. Ich krieg Gänsehaut, Bruder. Einfach schön. Wenn jemand, das ist so eine himmlische Stimme, das feiere ich extrem, wenn Frauen so Lieder summen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so ein richtig schönes Gefühl für mich. Das macht mich jetzt nicht an oder so, aber das ist so, als wäre ich richtig geborgen, Digga, fühlt sich das an. Aber in diesem Fall kommt alles ganz anders. Listen, Poppy! I'm going to need you to trust me. Tja, wisst ihr, warum das passiert ist? Weil sie nicht meinen Kanal abonniert hat. Digga, so ein Scam. Ich schnack so einen Mist, ne? Ich weiß, ich... Ist okay. Wisst ihr, hier könnte man zum Beispiel auch mal wieder ganz geil ansetzen später. Wenn wir... Ich würde es halt feiern, wenn man nochmal so ein Chapter macht. Ihr habt ja eben gesehen, bei Chapter 1 gab es Türen, die man nicht öffnen konnte. Und hier in Chapter 2 gibt es auch so gewisse Bereiche. Research, Production, Game Station, Innovation und Play... den Playplace. So. Also irgendwie ist von überall alles so ein bisschen verbunden, kann man sagen. Dann könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, wie groß eigentlich die Fabrik ist. Und ich würde es cool finden, wenn man hier hoch könnte wieder irgendwann und dann von hier aus mal zum Beispiel in Innovation reinläuft. Und dann kommt man in Chapter 1 aber auch wieder raus und so, dass das alles irgendwann zusammengeführt wird. Das würde ich geil finden. Der allerechte Helium, das passiert, wenn man nicht abonniert. Ja, ist so. Ist wirklich so, mein Bester. Du fliegst dann hier ins Loch rein. Aber ich kann mich selber nicht abonnieren, deswegen... Wow! Musste ich mich einmal hier kurz rein donnern. Digga, so eine geile Rutsche hätte ich mal richtig Bock, ne? Jo, Mann, wo bin ich? Ich sehe... Ach, da. Okay.
Und da bin ich, in der GameStation. Das hier wollte ich mir tatsächlich auch als Poster holen. Alle Mann an Bord, richtig geil. Hier unten, naja, was soll ich sagen? Hier sind wieder schlimme Dinge passiert. Da oben auch nochmal wichtig. Wir haben hier einen Eddie, einen Leith, Pierre. Alle rutschen sie irgendwie diese Rutsche runter. Elliot, Ludwig. Alle haben anscheinend ihren eigenen Bereich. Überlegt mal, das Büro von Leith Pierre, dann ging es rechts ab, dann konnte man ja gerade nach links gehen, wo man zu Poppy läuft und wie groß das war. Und alle haben sowas. Das hier sind die verdammten Giga-Chats. Nur ein einziges Schild kann man leider nicht lesen. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Wir haben Leith Pierre, Eddie, Elliot und Stella. Und über Stella haben wir vorhin in Chapter 1 ja auch was gehört, Leute. Die war ja so mit den Spielzeugen und so. Das war ja ganz, die war ja richtig crazy, Leute. Das ist eher so ein, ja, ganz, ganz schwieriger Hase, sag ich mal. So, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste man eigentlich nur diesen hier machen. Jawohl. Wir sind drin. Party Lukas, danke für 2 Euro. Kuss, Kuss. Wie lange streamst du heute? Passt auf, Chat. Ich werde jetzt Chapter 2 zu Ende spielen, aber ganz entspannt. Und danach machen wir noch ein Placement, weil das Video heute gesponsert ist von Shakes and Fidget. Da gehen wir noch eine Stunde rein und dann ist Feierabend. Ich konnte eine lange Zeit nicht streamen und Shakes and Fidget wartet. Na, ich muss ja auch irgendwo... Ich sage mal, ich habe ja einen Deal gemacht und ich muss diesen Deal noch erfüllen. Das möchte ich heute auf jeden Fall noch machen. Und dann gehen wir natürlich morgen rein in Chapter 3. Ich kann aber nichts Genaues sagen, wann, wie, wo. Ich sage euch nur eins, Chat. Also, wenn das Game zu spät kommt, ich kann mir vorstellen, dass das passiert. Digga, wenn es erst so um 22 Uhr kommt oder um, weiß nicht, 20 Uhr vielleicht auch schon, dann kann es sein, dass ich es erst am nächsten Tag streame. Das wäre richtig doof, ne? Ich muss mal gucken, weil die meisten von euch sind dann nicht am Start. So, wir müssen durchziehen. Ey! Lass doch meine Hand los da oben! Wer bist denn du? Jedes Mal, wenn ich so eine Spinne bei mir oben an der Decke sehe. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. Now, how is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. It will be just like old times. And if you win all 3 games, I'll give you the train code. Mommy loves that idea, Poppy. Oh, you're going to have so much fun. Head to Musical Memory and Mommy will get things started. Obey the rules or I'll tear you apart and eat your insides. Mach einen Abgang. While you're still alive. Du sollst gehen, Mann. Ich übersetze einmal kurz für euch. Hey, ich könnte ja mit dem Zug direkt fahren, aber nein. Mami Long Legs will lieber ein kleines Spielchen mit mir spielen. Und zwar soll ich jetzt in diesem Bahnhof die ganzen Spiele machen mit ihr und... Dann gibt sie mir die Traincodes und wenn ich die Regeln nicht befolge, bin ich dead. Dann reißt sie mich auseinander, waren ihre Worte. Chat! Kriege ich den... Chat, ich hab einen PJ Pangepiller für euch! Chat, ich hab einen! Ich hab einen geklaut! Ich bin immer noch Einbrecher in diesem Spiel, denkt dran! Ihr könnt ihn abholen. Warum ist der Hebel eigentlich so groß? Weil der nicht für Menschen gemacht ist, mein lieber Diamantenender. Wann streamst du morgen? Ich kann es nicht sagen, dann, wann das Game kommt. Guck mal. Ich würde morgen nicht reingehen, wenn das zu spät wäre oder viel zu früh. Also viel zu früh schon, ja, safe. Aber ich kann es noch nicht sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir werden sehen. Wir gucken jetzt erstmal dieses Schild an. Chat, wer hat hier gerade gefurzt? Wer war das schon wieder von euch? Ich wollte das gerne hören, was da kam. Ich drücke jetzt nochmal drauf, okay, Chat? Es reicht mir langsam! Hört jetzt mal auf damit! Ich drück da jetzt nochmal drauf.
Nicht witzig! Mann, ey! Guck mal. Danke für 502.000! Digga, das geht ja ratzfatz, Alter. Ja, ich, Junge. Ich höre mir jetzt erstmal, was Kizzy zu sagen hat. Keine Fürze jetzt, Chat. Keine Fürze, versprochen. Danke. Ich übersetze einmal. Macht euch bereit für die Abfahrt. In 3, 2, 1. Tschut, tschut. Okay. Tschut, tschut, Charles. Okay. Tickets bitte, Tickets. So hört die sich an, safe nicht. Bleibt sicher und hab Spaß. Junge, wie viel redest du? Braun, hä? Fertig, es reicht jetzt! Hört auf, in meine Aufnahme reinzufurzen! Mann! Mein Nachbar tut mir jetzt schon leid. Boah, ey. Hi, kids. Welcome to the Game Station. I'm Stella. And we've got 3 super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. In a bit. Also, wir sollen Musical Memory gehen, Digga. Wir sollen Mommy Longlegs folgen. Ey, wenn jetzt einer nochmal, ne? Wenn jetzt einer von euch nochmal Mist baut, Digga, und hier in meinen Stream reinbläht, dann knallt's. Muss gleich nochmal furzen. Was? Oder machst du nicht? Jetzt, Kollege. Machst du nicht? Keine Sorge. Es passiert nichts mehr, sagt Reddy. Hab Bohnen gegessen. Oh, hör auf zu brüllen. Schatzi. Verzieh dich aus meinem Stream, Alter. Du bist doch hier locker derjenige, der hier gebläht hat. Ich hab einen Putzeimer. Und, na, die Leiter nicht. Die habe ich schon verschenkt. Leute, wer will einen Putzeimer? Einmal jetzt, bitte. Ich klau den. Ich nehme den mit. Ich bring ihn hoch. Ich bring den hoch, Chat. Ich hab einen Putzeimer. Wir bringen hier alles in die Mitte, was ich klauen kann. Alles kommt hier in die Mitte hin. Easy. Tut mir leid, hab Durchfall. Ja, aber warum hast, also was hat das denn damit zu tun, wenn du hier meinen Stream reinbläst, Bruder? Dann geh auf Toilette jetzt einfach mal auf entspannt. Ne? Und jump. Oh, dass hier auch ein Loch drin ist, ist auch schon wieder richtig sass, ne? So, wir sind im Schmelzraum. Mal ein bisschen Licht hier in die Bude rein. Nehmen wir mal die Aufnahme mit und gucken mal die Kassette an. Wir wollen ja auch in der Story vorankommen. Ach so, das ist eine Erklärung für die grüne Hand. Ja, die kennen wir ja schon, Leute. Das brauchen wir uns natürlich nicht angucken. Aber die Musik ist so schön. Da oben geht's rein. Hier werden die Hände geformt. Ah, stimmt. Und jetzt müssen die Hände gefärbt werden. Sicherheit. An oberster Stelle. Playtime Co. ist nicht verantwortlich. Warte mal. Die Playtime Co. mag das überhaupt nicht, wenn Unfälle auf dem Grundstücksgelände, auf dem Firmengelände passieren, ne? Und man soll ab und zu immer mal die Richtlinien von der Playtime Co. checken. Das war denen ganz wichtig. Okay, was können wir hier noch klauen? Können wir irgendwas klauen, Chat?
reingeladen, den Aal. Da steht keine Farbe in der Maschine, aber da kommt ja Farbe raus. Wir haben das System geglitscht. Easy. Wir haben das System easy geglitscht. Easy. So, mach weiter jetzt hier, komm. Ah, meine. Chapter 3 kommt erst morgen um 20 oder 21 Uhr. Ja, das habe ich schon gesehen. Also, dass da irgendwie ein Counter oder so jetzt war, ne? Boah, endlich grüne Hand, Bruder. Geil. Reingeblitzt habe ich das Ding. Weißt du, wann Playtime 3 rauskommt? Nein, ich kann keine Infos dazu geben. Ich habe nichts. Also, Chat. Denk grün, ne? Immer schön Recycling. Mal schön Recycling betreiben. Keiner macht Faxen. Wir hören uns das jetzt an und alles ist cool, okay? Keiner macht Faxen. I know when your birthday is. Ich weiß, wann dein Geburtstag ist. 28. Juni. Nein, Bruder, das ist falsch. Make a wish. Wünsch dir was. Ich wünsch mir, dass meine Community mir nicht mehr in den Stream reinfurzt. Das ist mein Wunsch. Happy Birthday! Ich hab nicht Geburtstag, Bruder. Oh, happy birthday! Oh, happy, happy birthday! Ich hab nicht Geburtstag! Oh, happy birthday! Ich habe nicht Geburtstag! Ich hab nicht Geburtstag! I know when your birthday is. June 28. Lappen. Ich hab nicht Geburtstag, Mann. Oh, hell no. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Ja, danke für die Erklärung, Leute. Liniona und Janko Fett, ich hab's gerade noch gesehen. Danke für die beiden Donuts. Oh nein. Moin Bonzo, Bro, was geht? Du willst dich also mit dem Mindmaster anlegen? Dann komm doch und spiel mit mir eine Runde. Ich hab nämlich heute nicht Geburtstag. Was willst du denn? Augen zu, Leute, Augen zu. Verdammt! Digga, ich hab's fast geschafft! Ich hab's fast geschafft! Was? Yellow. Easy, Digga, ich mach nochmal. Yellow, red. Yellow, red, red. Yellow, red, red, yellow. Verdammt! Yellow, red, red, yellow. Yellow, red, red, yellow, yellow. Yellow, red, red, yellow, yellow, violet. Easy, Leute, alles cool.
round 3. Board game machine. Verdammt. Board game white. Junge, was? Board game white, white. Kein Problem, Leute, hab ich. Was? Ich habe noch nie nur zwei Farben bekommen die ganze Zeit. Das ist ja richtig easy, Mann. Round 4. Blue. Blue J. Blue J heart. Blue J heart green. Blue J heart green five. Easy. Gar kein Problem. Red, question round is violet, white, yellow, heart, white, organ, manga, perfect, manga, yellow, yellow, manga. Gar kein Problem. Oh, es ist kaputt gegangen. Das macht keinen Spaß. Mommy has decided to give you part of the code for the train. Look up. Ich krieg einen Teil vom Train Code. Danke. Vielen Dank, Mami. Interessant. Mama was hoping the game could last a little longer. Kannst du den Huggy-Anzug morgen anziehen? Leute, wollt ihr ihn sehen? Wollt ihr ihn sehen? Ich zieh ihn aber noch nicht an. Das ist er. Der legendäre Anzug. Den zieh ich morgen an. Lasst ein Like da, wenn ihr da morgen Bock drauf habt, Digga. Das wird ein heftiges Ding, glaube ich. Das wird sehr, sehr geil, denke ich. Wir werden es safe machen. Das ist mein Huggy-Anzug. Oder guck mal, wie geil. Digga, krass, oder? Macht richtig Bock. Fabian, danke schön für die Mitgliedschaft, die du verschenkt hast. Ich leg den hier hin und wir machen den morgen rein. Okay. Alright, dann hören wir uns mal an, was sie noch zu sagen hat hier. It's okay, though. Mommy knows other ways to play with you. Leute, wollt ihr mich eigentlich mal mit Brille sehen? Habt ihr Bock? Ich hab so eine Brille, so eine Blaulichtfilterbrille, die benutze ich abends immer. Oh! Warte, ganz kurz. Ich meinte, oh mein Gott! Boah. Oh, knapp. Ja, wollt ihr? Okay, Digga. Jetzt, pass auf. Alle Hashtag Professor in den Chat. Hallo, Leute. Ich wollte hier mal die Berechnung anstellen. Dieses Quadrat hier müsste... Also, die Abmessung von dem Schild hier kann man mit ungefähr 27,3 Pi Zentimeter messen. Da müsste eigentlich dieser Kasten hier 55 cm sein und nach unten hin natürlich auch, denn die Seiten sind immer gleich lang. Ergo weiß ich, dass das Ding 2,20 Meter lang ist, ja, also der Umfang, ne? Ganz, ganz klar, ganz klar. So, gehen wir mal gucken. Denno, du bist mein Lieblings-YouTuber. Fabian, danke für den Fünfer, vielen, vielen Dank. Ey, was meint ihr, Digga, fetzt die Brille? Das ist keine Sonnenbrille. Das ist eine Blaulichtfilterbrille. Die ist für abends, damit die Augen sich mit dem Blaulicht und so nicht so heftig, weißt du? Hashtag Professor.
560-Grad-Winkel, natürlich, wer kennt ihn nicht? Habt ihr es gerade gehört, was passiert ist? Habt ihr gerade darauf geachtet, während ich geredet habe? Kleines Easter Egg. Habt ihr darauf geachtet? Nein, schreibt Lucario. Nein, ja. Was ist passiert? Bonzo ist dead. Bonzo wurde gerade von Mami Long Legs gekillt im Hintergrund. Man hat ihn nur noch gehört, wie er RIP gegangen ist. Und jetzt sind wir... Chat, wir können alles klauen! Let's go! Alles klar, Mann. Schreibt eure Bestellung rein. Alle Bestellungen in den Chat. Let's go, Mann. Ich bediene mich einfach. Digga, wer ist er? Der Kartoffelmann. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Okay, Mann. Ich habe hier einmal... Das ist auf jeden Fall Müll. Was haben wir hier? Ja, ich habe ein Catby. Okay, Leute, wo packe ich das rein? Wir brauchen eine Kiste. Ich muss hier erstmal alles klauen. Ich will Daisy Blume. Oh mein Gott, Digga, wie viele Bestellungen knallen jetzt hier bitte rein, Digga. Okay. Wir machen das. Wir machen das. Wenn jetzt nicht gefurzt wird. Okay? Okay, Leute? Keiner bläht. Niemand. Ich habe nach dir gesucht. Was? Junge, ich verstehe nur die Hälfte, aber die so nuschel, soll ich meinen? Okay, alles cool. Alles entspannt. Ihr habt es echt nicht getan. Ergo. Ich sage, wie es ist. Ergo. Alles entspannt. Wir gucken gleich mal, was wir mitnehmen. Wir müssen einfach nur noch einen Kasten finden. Verflixt. Ach, Digga, das ist auch so ein Scam, dass das da oben nicht runtergeht, ne? Hoffentlich hat die Blume auch keinen Durchfall. Ach, Digga. Ich muss eine Kiste finden, wo ich die ganze, das ganze Loot reinpacken kann, weißt du? So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Mach erstmal den Dino da runter, bevor wir jetzt irgendwas machen, Chat. Gut. Wer will den dicken Dino haben? Digga, ich kann den Dino mitnehmen. Wer will den dicken Dino? Let's go, Chat. Let's go, wir können den dicken Dino... Oh mein Gott, Junge, der dicke Dino. Der, den können wir klauen. Leute, ihr habt da alle die Kleinbestellung reingeschrieben. Völlig egal. Lass den dicken Dino klauen, Mann. Wir bringen ihn ganz nach hinten. Scam. Ich kann ihn auch nicht runternehmen. Okay, also ich habe ihn für euch runtergebracht. Aber mehr geht halt nicht. Ich hätte hier noch Huggy Wuggy Mami Long Legs Spielzeuge. Bruder, das wäre so ein Spieleparadies, Mann. Verdammt, Alter. Jetzt blockiert der Dino hier alles, oder was? Okay, lass mich mal kurz gucken. Können wir hier irgendwie... Die Tür geht auf jeden Fall nicht auf. Die Tonne ist auch blöd. Was ist das hier mit dem Ofen? Ey, Leute. Warte mal. Digga, den Satz kann ich nicht verstehen.
Den Satz kann ich wirklich... Hat der andere auch was da drauf geschrieben? Lass mich mal ganz kurz eine Untersuchung anstellen. Ja, okay. Also, beide haben irgendwie so ein Edding da drauf. Ja, Leute, also ich sag ehrlich, nehmt euch das mit oder was, ne? Ich hätte gern einen kleinen Minibon so, Luke und Diana. Kriegst du, ich schmeiß dir den hier mit rüber. Oh, haben wir den Bronze schon geguckt? Wanna hear a dino joke? Click once for the question. Click again for the punchline. Das war ein schlechter Witz. What do you call a dino with one eye? Wie nennt man Dino mit einem Auge? Wie nennt man Dino mit einem Auge? Do you think he saw us? Der war so schlecht. What do you call a dinosaur who's a noisy sleeper? A Tyrannosaurus. Auch der richtig schlecht. Der Witz, also den kann man, den, diesen Witz kann man nicht auf Deutsch übersetzen. Das geht nicht. Dafür muss man Englisch können, Leute. What do you call the scariest dinosaur? Wie nennt man den Dinosaurier, der am engsten, warte mal, der am meisten Angst verbreitet? Er. Das war gar kein Witz. Ich gehe. Ihr könnt, ey, wisst ihr was, Chat? Ihr könnt alles, was ihr möchtet, könnt ihr euch mitnehmen. Ich lasse euch alles hier. Nur bitte, tut mir einen Gefallen. Der große Dino, Digga, den nehmen wir zusammen in die Denomi-Zentrale, okay? Wir machen so eine Firma, Chat. Richtig fette Firma. Können wir denn jetzt... Ah, Digga, ich nehme einfach das Ding hier mit. Guck mal, Digga, meine Hand ist so energiegeladen. Geil. Hallo alle, Melon Playground. Dankeschön für 6 Euro. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Nein, Bruder. Nein, mach das nicht. Alter, jetzt gleich, Digga, jetzt reicht's, ne? Man muss richtig schnell sein dafür. Ich schaue voll gerne deine Baby in Yellow Videos. André Hoffmann, freut mich, aber guck mal, ihr müsst das mal ein bisschen von der Sparte betrachten. Diese Baby in Yellow ist gut und schön. Die ganzen YouTuber richten ja gerade ihre Augen auf mich und sagen so, Digga, bei Denno, bei dem läuft krass. Ich muss denen aber auch mal zeigen, Leute, dass andere Games bei mir auch gut ankommen. Backrooms gestern recht gut gelaufen, also wirklich, Aufrufe waren echt top. Ich bin sehr zufrieden. Und Poppy Playtime, ich hoffe... Ich dachte schon, da furzt einer. Poppy Playtime ist jetzt so wieder das nächste. Wir wollen da natürlich auch Mods machen. Und schreibt mal gerne, Caro und Jay, das bitte notieren. Schreibt mal bitte eure geilsten Mod-Ideen, die ihr für Poppy Playtime habt. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare, Leute. Schreibt sie, in den Chat, meine ich. Schreibt sie, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, falls ihr das Video nachschaut. Ne? An alle, die das Video gerade nachschauen, Hallöchen, Kuss, Kuss. Schreibt es gerne in die Kommentare oder in den Chat, was für Ideen ihr für Mods habt. Weil wir werden natürlich, wir können unsere eigenen Mods erstellen. So, und ich würde dann halt gucken, welche Ideen ihr habt. Ein Hagi-Pad. Alle, also meine Mods schreiben sich das jetzt auf, ne? Denno ist Catnap in Chapter 3. Digga, das wäre ja so dumm. Okay, nur ganz kurzer Reminder, Leute, wegen der Story auch wieder. Bonzo wurde eben gekillt. Und da oben ist jetzt ein Spinnennetz und Bonzo hängt da mittendrin. Er ist tot. Bonzo lebt nicht mehr. Minimod? Na, Digga, die war auch geil, ne? Also, Leute. Wollen wir nochmal? Wollen wir jetzt echt nochmal gucken, Digga, ob ihr euch zusammenreißen könnt? Chat, wehe. Wehe. Also, Mami Longlegs hat uns was zu sagen, Chat. Let's go, gucken wir mal rein. Und der stinkt so. Er hat so gestunken, Alter. Ich feier das nicht. Könnt ihr mal aufhören damit? Der war richtig laut jetzt schon wieder.
irgendeiner hat fette Tacos gegessen. Mach das Ding jetzt kaputt, Mann! Reicht mir. Denno, du hast gerade 2000 Zuschauer. Ja, Digga, ob wir 300 sind, 64 oder 2000. Ey, guck mal, ne? Ich kann das ja verstehen. Oder wir sind 2000 Zuschauer. Geile Idee! Ganz kurz mal alle. Leute, ich habe eine geile WhatsApp-Gruppe, Digga. Eine geile WhatsApp-Gruppe. Alle in die Gruppe. Caro, ich schick dir den Link. Caro, den kannst du gleich mal reinposten. Ich schick mal den Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Digga, da könnt ihr heute mal alle reinkommen, ne? Digga, das wäre mal was. Ich schick dir auf Discord direkt. Spam mal gerne rein. Leute, einfach in den Chat jetzt reingucken. Caro packt jetzt den Link für meine WhatsApp-Gruppe rein. Danke. Mommy is super proud of you, but I'm sure she's already told you that herself. Our next game is Wacky-Wacky. Oh, ich hasse Wacky-Wacky. Ich hab Spaß in Wacky-Wacky. Wie viele Videos hast du gemacht? Circa 3500. Ungefähr, Pi mal Daumen. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich glaube sogar fast 4000 schon. Also es ist schon echt viel. Aber ich habe ja auch vorher keine qualitativen Videos gemacht, Leute. Sondern einfach nur gezockt. Ich krieg das Tor nicht auf, Chat. Digga, ich hab Freecam? Seit wann? Yo. Okay, ich muss das Game, glaube ich, mal gleich neu laden. Weil ich habe das hier, glaube ich, gerade gebrochen. Seht ihr's? Digga, ich wurde gehackt. Ich muss einmal das Spiel neu laden. Sorry. Ich habe aus Versehen Mod aktiviert. Ich wusste nicht, dass ich Mods drauf habe. Ah ja, chillig, Leute. Okay, Digga, dann machen wir das gleich so. Ja, ist ja auch entspannt. Perfekt. Welcome to Wacky-Wacky. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable das sind 18 Löcher. Toy could appear und süße Huggy-Wuggy Spielzeuge kommen. Denno, eine Frage, schreibt Tamara. Und Tamara, stell einfach nächstes Mal deine Frage. Good luck. Es ist für Kinder, die Spiele. Ja, ich will gar nicht wissen. Also Chapter 2 ist schon echt puh, Alter. Chapter 3 bin ich sehr gespannt. Ich verstehe dich nicht. Was? Junge, wie leise hat die geredet? Oh, guck mal. Na, mein Kleiner? Wie geht's dir so? Ist alles gut bei dir? Ja, ne? Bist ein ganz Feiner. Okay, bist doch nicht. Doch kein Feiner. Ist doch kein Feini, Leute. Ich glaube, der hat gerade ein bisschen am Zittern. Und jetzt wird's ein bisschen schwitzig gerade hier, ne? Ich muss mich sehr konzentrieren. Das ist eins der schwersten Minispiele, die es echt gibt, Mann. Das ist gar nicht cool. Da oben. Noch ein Abgang. Der nächste gleich. Hey, Digga, verzieh dich hier. Du sollst dich verziehen, habe ich gesagt. Okay, Leute, cool bleiben. Die Huggies wollen mich, die kleinen Mini-Huggies wollen mich essen. Junge, das geht gerade immer schneller so ein bisschen, ne? Oh. Ah,
Ah, da kommen jetzt gerade ganz schön viele, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay, Mann, jetzt schwitzen die aber richtig rein. Junge! Da kommt ja immer mehr. Please! Lass die Huggies raus! Bitte! Digga, stopp! Stopp! Oh mein Gott! Help! Help! Chat, bitte macht was! Kann da mal einer die Löcher zumachen oder so? Oh Gott sei Dank. Digga, das war ja gerade schon wieder richtig schwierig, Mann. Hättest du gerne einen Huggy in nett, aber in real life? Oh, Digga, das wäre natürlich entspannt. Skibidi Toilet Mod, auch interessante Idee. Danke, Hans Hansen. Es ist niemals zu spät, um seine Meinung zu ändern. Das stimmt allerdings, muss ich sagen. Das gilt für viele Dinge im Leben. Ey, ich bin so gespannt. Morgen, das wird so geisteskrank, Leute. Das wird richtig wild. Hier, es liegt noch ein Grab-Pack rum. Okay, Digga. Einfach zugemacht, auf entspannt. Finde ich nicht cool. So, Digi. Und... Easy. Nehmen wir mit. Oh, Baby. Was hat sie zu sagen? Drücke den Knopf, um mir Süßigkeiten zu geben und mich zu füttern. Oh. Noch mehr. Mehr Süßigkeiten. Okay. Keine Süßigkeiten mehr. Ich gebe dir noch mehr. Noch mehr Süßigkeiten. Noch mehr Süßigkeiten, Chat. Wer hat den rausgeschmettert? Von euch. Ich hab das doch gehört. Da kam so ein richtig schöner Seitenwind. Richtig fetter Furz. Ich war's. Alter, ey. Ja, alle wieder, ne? Schön alle so. Ey, bei drei furzen wir Denno in den Stream rein, okay? Ja. Eins. Zwei. Nicht cool. Ich finde das nicht korrekt. Ihr sabotiert mich. Wir müssen da ernsthaft drüber reden auch. Wichtige Info jetzt für die Story hier, Leute. Das erste Mal ist ein Monster zu sehen. Man denkt so, Digga, Huggy? Huggy? Ist es wirklich, Mann? Wir sind dran. Das war's für uns. Es ist Kissimissi, Digga. Das erste Mal ist ein Monster hilfreich für uns. Danke, Kissy. Leute, glaubt ihr, in Chapter 3 werden wir Kissimissi wieder treffen? Glaubt ihr, dass wir sie wieder treffen? Ich sag dir ehrlich, die ist bestimmt voll die liebe Maus. Das hört sich so richtig crazy an, Digga. Hey, Kissy ist voll die liebe Maus. Weißt du, so ein bisschen so, die süße Maus, Kissy. Weißt du, wie ich meine? Oder der Profi. So.
Wir holen Barry. Oh, Leute. Guckt euch das mal an. Voll viele Spielzeuge. Wer stellt sich unten hin und fängt Barry gleich auf? Irgendeiner? Wer stellt sich hin? Tryharder. Ja, Bro, also ich bin ja auch kein unbescholtenes Blatt mehr im Poppy Playtime, ne? Was ist das denn? Was läuft denn hier? Wir hätten da einen dicken Motor am Start. Weiß ich mein? Der ist ja schon fast so auf alle... es ist richtig am Start jetzt hier. Verdammt, wir müssen noch ein Video gucken. Ich muss das Video erstmal schauen, das gehört zur Story mit dazu. Wir hören rein. Das ist ein YouTuber, by the way, Leute. Welcher ist das nochmal? Jacksepticeye? Oh, not at all, sir. That's what I like to hear. So, Marcus, what happened? You see, I was heading home for the day when my A-Bars realized that I left my bloody wallet in the cafeteria. So, I'm running through the lobby, and that's when I see it. A mob handle lodged under the innovation wing gate. So what'd you do, Marcus? Well, I just thought I'd nab the bloody yoke and be on me merry way. And? Well, I'm reaching for the thing, and the mob handle jolts on its own. Had me scared stiff. I thought I was the only one there. So, I took a peek beneath the gate, and some massive bloody thing was dothering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, all right? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. Hmm. Who have you told about this? Besides me, obviously. Just you, sir. Obviously. Okay. I'll have security skim the cameras and take a look. What? There's a massive bloody monster! Skimming ain't gonna get rid of it! You're out of line, Marcus. We make toys, not monsters. Now come on, get out of my sight. Actually, grab me a coffee, will you? Actually, never mind, get out of my sight. Okay, das war der Typ, der das Sicherheitsvideo gemacht hat. Und zwar war das der Sicherheitstypi, der mit Markus, das war die Person in dem Video, gesprochen hat. Ich erzähle euch einmal. Die Person im Video, Markus, hat sein Portemonnaie vergessen. Und deswegen ist er wieder zurück zur Firma gegangen. Er hat etwas gesehen, als er reingegangen ist, Richtung Innovation Center. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Ich muss nämlich einmal schnell was eingeben hier. Ihr seht es gerade nicht, aber ich muss was, ich muss einmal einen Maßstab übersetzen. Okay. Pass auf. Und der Markus ist zurückgegangen und hat im Innovation, in dem Innovation Gang, hat er so einen Peak gemacht und da war was, das war 15 Meter groß und soll 1000 Füße gehabt haben. Fast 1000 Füße. Das passt nicht auf Mummy Long Legs, meine Freunde. Das passt nicht auf Mummy Long Legs, das passt auf ein anderes Monster. Und dann hat der Sicherheitsbeamte nur gesagt, das ist der Sicherheitsmann, ne? Ja, ja, ich check mal die Kameras und guck mir das nochmal in Ruhe an. Und er hat aber auch gesagt, mit wem hast du da noch drüber geredet? Mit keinem. Ja. Leute, wer fängt Barry auf? Kann da unten einer stehen? Gleich an die Community dann geben, ne? Ich hab hier Spielzeug drin, Leute. Let's go, ist für euch. Okay, Chat, es geht los. Fangt den. Fangt die Barry. Scheiße, Alter, habt ihr das gehört? Digga, ich glaube, der Typ, der da unten gewartet hat, dem geht's jetzt nicht mehr so gut. Entschuldigung! Was soll ich sagen? Ihr habt's selber gehört. Das ist richtig eskaliert. So, wir sind zurück. Von Wacky Wacky raus. Ich bin nach einer Stunde wieder am Start. Hans Sven. Haus Sven, okay.
Das tat, glaube ich, weh. Das ging auf den Nacken. Ich musste aufwachen. Was? Ausmachen? Aua, mein Kopf. Ach, Helium. Habe ich dich getroffen? Jeez, have you played these before? You're so good. Seems like you're ready for the final game. Statues. Ich will euch was zeigen. Oh, Mommy down the stairs one last time. I hope you had a fun day at the game station. See you next time. Alle Spiele, die ich gewinne, verlieren sozusagen diese Charaktere und werden getötet von Mommy Longlegs. Kann man einfach platt so sagen, Leute. Die werden abgerippt. So, Digga, jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz hier den Aal aber einmal rüberschieben. Und perfekt. Sieht sehr vertrauenswürdig aus. So redet der nämlich. Seine Stimme werde ich nie vergessen. Falls ihr mich mal fragt, was ist mein Lieblingscharakter, der ist es. PJ. PJ ist richtig cool. Wir hören uns das mal an. Ist richtig süß, der Doku. Caterpillar or Pug? I'm crawling on all 400. I'm hungry for some delicious bones. Do you have some bones for PJ? Ich habe Hunger auf leckere Knochen. Hast du ein paar Knochen für PJ? Knochen, Knochen! Junge, das hört sich dieses Mal an wie Durchfall. Ich schwör's, es nervt. Oder macht ihr das in Poppy Playtime 3? Knallt. Wenn ihr da furzt, Digga, dann kündige ich. Dann war es das letzte Video dann gemacht. Ich sag's nur. Ehrlich. Ich sag's nur. Junge, was soll ich hier oben machen? Mist. Locker, locker, locker. Locker, easy. Locker, easy. Du musst nicht verbinden. Stimmt. Das war ja richtig lost auch, ne? Mach MOB Entertainment. Digga, ich hab's geliebt. Das ist hier mein... Das ist auch mein Lieblings-Playground in Poppy Playtime. Welcome bisher. To statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. Denno, wer ist der stärkste Poppy Playtime Charakter? You can move through the obstacle course at this time. Chat, sagt ihr mir das? Ich glaube Mommy Longlegs, ne? Aktuell. You can look around, ich würde sagen, wahrscheinlich Catnap move. Als nächstes. Hey! Move again, once the hey, was ist mit meiner Kamera los? Leute, das Kabel! PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. Alles safe, Chad, alles that's safe. All. Da hat irgendjemand mir wieder einen Streich gespielt aus der Community. Hey, ich mach mal kurz Dennos Cam aus. Haha. Witzig. Oh. Moin, Bro. Na? You want some bones? Sie ist alleine gestorben. Digga, diese Musik. Guck mal, wie schnell der ist, Junge, wie lang der ist. Oder chill mal. Warum ist der so schnell?
Warum ist der so schnell, Mann? Nö. Bro, wo ist denn der? Könnt ihr mal aufhören, die Musik auszumachen? Das ist kein Stopptanz hier, Chat. Reicht jetzt. Ist auch nicht mehr witzig. Chat, lass doch mal die Musik an! Junge! Digga! Oder der ist so nah dran, Mann. Bro, hör mal auf, so schnell zu laufen, Diggi. Lass die Musik jetzt an, Chat! Chat, lass die verdammte Musik an, Digga. Lass die verdammte Musik an, Chat. Gottlos seid ihr alle. Ich bin weg, die! Ich bin weg, die! Ihr dreckigen Gauner! Bruder, ich hab ja gar keinen Bock mehr! Bro, wie oft war denn bitte die Musik aus? Wo gehst du hin? Ja, ja, lass die reden. Naja, Mama hat gesagt, ich habe gewonnen, ne? Müll ist das, Müll. Die schnackt nur, Leute. Also, Mami Long Legs ist alleine hier gestorben, anscheinend komplett alleine. Und sie meinte vorhin noch so zu mir, irgendwie von wegen, wenn einer das verdient hat, dann die Mitarbeiter von der Playtime Co. Also völlig crazy. Ja, die schreit immer noch. Fast so wie meine Mom, wenn sie gesagt hat, geh jetzt bitte den Geschirrspüler ausräumen. Mama, nee. Schreit ja immer noch. Ich bin schon lange weg, weißt du? Schreit immer noch rum. So. Wie läuft das hier? Wir können jetzt erstmal das Teil so ein bisschen drehen. Ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal eh richtig rumdrehen. Okay, das ist nervig. Ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken. Verdammt, Alter. Ich muss das Teil jetzt erstmal ein ordentliches Stückchen drehen. Ich glaube... Es dürfte eigentlich reichen, würde ich mal fast sagen, ne? Ja? Boah, bin ich so lost? Diggi, wie war denn das doch mal? Oh, hell no. Ich muss gleich erstmal eine Kassette holen. Haben wir hier unten irgendwie eine? Warte mal, die Kassette liegt doch... irgendwo hier. Boah, Diggi, komme ich da jetzt nicht rüber? Doch. Okay, Moment mal, ich muss jetzt erstmal die Kassette freischalten. Digga, ich habe das Rätsel ja so lange nicht mehr gemacht. Stimmt, ich muss... Ah, das macht ja auch mehr Sinn. Jetzt ist sie richtig eingestellt, Leute. Okay, irgendwo dürfte die Kassette eigentlich liegen. Bin ich der Meinung. Wir gucken gleich nochmal.
Oh, let's go. Alter. Miau, 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 miau. To be or not to be? That is the question. Eine Biene oder keine Biene sein? You and I were meant to be. Die macht Witze. Don't make me sting you. I'll do it. Hey, sorg dafür, dass ich dich steche. Ich mach das. Nein, machst du nicht. Just kidding. Go have fun. Du musst hier raus. Ha, mach nur Spaß. Ehrlich. Ehrlich. Ist ja so witzig. Voll witzig. Digga, Leute, ich sack uns Spielzeuge ein. Ich hol zwei. Wer will eins? Wer will eins? Hab's. Alles safe. Ich lasse hier am Fahrstuhl, okay? Also falls doch jemand herkommt, könnt ihr mitnehmen. Direkt Bonzo for free. Auf entspannt auf meinen Nacken, so, ne? Könnt ihr machen. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Jeder liebt Denno. Also so schlimm jetzt ja auch nicht, ne? Digga, ich bin mir sicher, hier lag das verdammte Videotape irgendwo. Wo ist denn dieses blöde Videotape, Freunde? Lass mich mal schauen. Bin ich bescheuert? Ich bin mir richtig sicher, dass das Videotape hier irgendwo liegt. Ich sehe es halt nicht. Kein Videotape. Wir haben mir vorhin auf jeden Fall auch... Will nix hören, Chat. Will nix hören. Ich hab's. Ist da nicht Huggy hochgeklettert? Wichtig für die Story? Wir gehen erst das machen und dann gehen wir auf das Video ein. Ja... Also vom Ding her, das ist eigentlich nur, sag ich mal, Gerede. Das ist nicht so bestätigt. Aber ja, theoretisch hast du recht, Damien. Jimmy, your work as Playtime Co.'s Chief Marketing Officer has skyrocketed the company's profits. How do you do it? You know, it's not what you'd expect. It's the little things most people don't even think about. Like, take names, for example. Express people haven't realized this. You take the E sound, slap it on the end of a name, boom, you're making bank. Huggy, Mommy. Even Elliot knew this way back with Poppy. I guess I kind of... Blue is huge, I'm telling you. What's your favorite color? Blue? I bet it's blue, right? It's blue? It's green. Okay, well, you're a special case. Most people would say blue. But seriously, marketing is not as easy as you think. I make it look easy. If there's anything Playtime Co. should be known for, it's not toys. It's marketing. Das war Jimmy, Leute. Und zwar war der Marketingleiter. Also, der muss sich jetzt irgendwie überlegen, wie kommen Namen am besten an. Und er hat gesagt, Digga, mach einfach einen Namen, pack ein I hinten dran und boom, geht's ab. Huggy, Poppy, Mami. Weißt du, was ich meine? Und er hat gesagt, Digga, easy. Und dann fragt er ihn noch so. Also, der ihn interviewt hat, wollte ihn dann was fragen und der war so, hat ihn direkt unterbrochen. Er so, was ist deine Lieblingsfarbe? Blau? Blau? Und dann sagt er so, ja, grün. Und er so, oh, ja, du bist ein besonderer Fall. Normalerweise sagen die Leute blau. Deswegen ist Huggy blau und rot. So. Und dann hat er einfach gesagt, Marketing, Digga, Marketing
Ist nicht leicht, aber ich lasse es leicht aussehen. Er hat den Arroganten so gemacht, ne? Als könnte er das voll easy, alles gar kein Ding. So, ne? Scheint ja auch geklappt zu haben. Also, der hatte eine Portion gesundes Selbstbewusstsein, muss man an der Stelle mal sagen. Denkst du, der Drill Titan... Nee, bitte nix über hier Skibidi Toilet, Leute, ne? Ey, ich will auch mal einfach nichts mit den Formaten zu tun haben, auch nicht so Baby in Yellow. Bruder, es geht mir hier nur um Poppy Playtime, mehr nicht. Weiß ich mein. Was anderes macht keinen Sinn. Oha, Digga, ich bin fast runtergeflogen. Okay, lass mal sehen. Wir bekommen ein so ein Teil weg. Okay. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Okay, ich weiß, wie es läuft. Also, ich muss einmal hier. Dann komme ich ja aber nicht rüber. Warte mal, wie müsste ich das denn machen? Ah, okay. Ja. Okay, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie es läuft. Ich habe dieses Rätsel schon lange nicht mehr gemacht, Freunde. Digga, ich bin ja völlig lost. Okay, ich habe eigentlich nicht viel Zeit. So, ich muss einmal die grüne Hand da drauf schmeißen. Also die grüne Hand hier rauf. Und wir haben ja auch noch eine rote Kassette, sehe ich gerade. Wo ist die denn ab? Ich weiß, wo die ist. Ich weiß, wo die ist. Rote Kassette müssen wir auch noch abspielen. Und den Roboter machen wir auch gleich. Wir machen erstmal das Rätsel. Denn uns zu lange kein Poppy Playtime gezockt. Ist doch gut eigentlich, oder? Da ist ein Table im grünen Generator. Da gehe ich gerade hin. Lässt du dich von Hey Tankstellen denn, wenn ich... Was? Das... Ach, manche Leute, ne? Die schreiben hier Sachen rein, Digga. Ich check nix. Ist so. Ich check da gar nix. So, Tape haben wir genommen. Wie machen wir jetzt das Rätsel am besten? Warte mal, lass mich einmal ganz kurz was gucken. Muss ultra schnell sein. Easy, das läuft. Okay, wir haben alles geklärt. Alles entspannt. Hören wir uns mal an, was der Roboter zu sagen hat. Ich dachte schon, Chat. Bin ich ein echter Junge? Ich liebe dich, sagt er. Do you love me? Liebst du mich auch? Ja, sag ich aber mal ja. Dance with me. Tanzen? Okay, ich soll mit ihm tanzen. Jojo, haha. The button hurts me. Es tut ihm jemand weh. Es ist nicht mehr witzig! Irgendwo! Mann! Wir sind fast fertig, falls ihr euch fragt, wie weit. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. You are all safe. Please, please, carry on with your jobs. Also, das ist eine voraufgenommene Aufnahme gewesen. Und zwar ging es darum, dass ja der eine Mitarbeiter gesagt hat, hier sind ganz große Spinnen.
große Spinnen laufen durch die Fabrik, wurde gesagt. Und er sagt so, hey Leute, wenn große Spinnen in dieser Fabrik wären, dann wären wir doch schon alle tot. Spezialisten untersuchen das hier gerade, macht euch keine Sorgen. Und die dann so, hey, wir machen uns wirklich keine Sorgen. Wow! Und sind direkt hier unten. Ja, was soll ich sagen, ne? I asked you to play fair and you cheated. I hate cheaters. Musst du das Rohr kaputt machen? We're going to play one last game. It's called Hide. Junge! Seek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt abonnieren, Chat. Jetzt abonnieren. Da oben sollte ich mal was verändern, die Zahl. Alle abonnieren. Danke. Nein, ehrlich jetzt, ne? Boah, die aber Lauch. Du, ist es das Einzige, was du denkst, was für ein Lauch die ist? Mann, Digger. Oder hast du das gesehen? Hast du mal ihre Klauen gesehen? Ist größer als mein Kopf. Größer als mein Körper. Sind jetzt hier im krassesten Loch, ne? Ich würde halt gerne wissen, wo wir hier gerade sind. Das würde ich echt gerne erfahren. Es scheint so, als wären wir irgendwie so in so einem Außenbereich von der Playtime Factory, ne? Ui. Okay. Liegt ein Brief. Können wir was zur Story noch sagen? Also das Experiment hier zu analysieren, schwierig. Und auch dieser Brief hier wäre besser, wenn der auf Deutsch wäre. Weil ich habe das, also ich könnte das jetzt übersetzen, aber das würde halt dauern. Ich müsste den Brief dann wahrscheinlich eine Minute oder so lesen. Das will ich dann nicht machen unbedingt. Aber das Game wird noch auf Deutsch kommen. Autsch, meine Beine, Meister der Münze, Digga, ewig nicht mehr gesehen. Dafür kriegst du auch noch eine Anzeige, mein Lieber. Nicht cool. Ja. Sag ich dir, wie es ist, du, mein Lieber. 2 ist blau. 1 ist rot. Rot, blau, grün. Rot, blau, grün, gelb. Übersetzt du alles bitte, was Mami Long Legs sagt? Bitte auch bei ihrem Tod, danke. Ich verstehe es nämlich nicht. Sie hat eben gesagt, dass sie richtig sauer auf mich ist und sie deswegen jetzt ein letztes Spiel mit mir spielen will. 10, 9, 8. Ja. Und dann siehst du, Digga, was bei ihr geht. Mama, Mama und Tschüssi. Und weg. Leute, ich hab euch. Ich hab euch. Alles cool, alles cool. Ich weiß, warum habe Daddy Long Legs gegessen. Was? Lass mal los. Nee, Mann. Ich spiele schon gerne First Try-mäßig, ne? Digga, hier unter haben wir ein Secret entdeckt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Stream das war, aber schaut den gerne. Big Secret gewesen, ne? So. Ich mache jetzt einmal, glaube ich... Digga, wo ist denn das Teil hin? Hä? Digga, so lost. Ich hab's einfach die ganze Zeit dabei gehabt. Wir müssen den Brennofen einmal klar machen. Und ein Zahnrad schmieden, was ungefähr hier reinpasst. Hier. Mami sagt, seid vorsichtig mit Feuer. Und hier ist jetzt dieses Ding gepresst. So. Denno, ich bin sehr krank. Edward, Vitamin C, Ruhe, mein Bester. Und heute rechtzeitig ins Bett. Wie kriege ich eine Autogrammkarte? Ich kann nicht zur Gamescom. Ja, Bro, das mit den Autogrammkarten ist extrem zeitaufwendig und den stecke ich lieber halt gerne in meinen Content momentan. Ich kann dir nichts versprechen, lieber. Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Aber war das eine Katze, Alter? Das gehört? Wie so eine Katze hat sich das gerade angehört. Herzlichen Glückwunsch zu den 500k, Mia, dankeschön. Es geht los! Die Final Boss Sequence! Warum kommen da Arme raus? Keine Ahnung, überall Spinnenweben, auch auf einmal mysteriös da. Wir öffnen die Tür, wir machen die Tür zu. Okay, Leute, seid ihr bereit, Chat? Let's go. Wir müssen so durchziehen jetzt. Ah! Oh Gott! Junge, Mann, die atmet so schwer, Digga. Da muss ich ganz dringend los. Rüber. Schnell rein hier. Und das Ding aufmachen. Das hört sich an wie so eine Katze. Als ob die gerade so Hunger hat, ne? Denke ich mir. Okay, Mann. Wir machen das Ding auf. Komm, Mami! Komm her! Ich werde dich in die verdammte Presse reinstecken! Bist du bereit? Mach einen Abgang, Baby! Sayonara! Jetzt was ganz Wichtiges für die Story, Leute. Lasst ein Like da! What have you done? Was hast du getan? Ich kann das nicht tun, sagt sie. Junge, da wurde es aber mal richtig abgerippt. Leute, jetzt ganz wichtig. Denkt an, was ich eben in Chapter 1 rausgefunden habe. Da ist er! Der Prototyp! Der absolute Endboss von allem! Experiment 1006, der Prototyp! Das ist er! Stärker als Catnap, stärker als Poppy Playtime-Charakter, die ihr je gesehen habt. Das muss der absolute Endboss gewesen sein. Ehrlich. Das ist er. Wir gehen hoch in die Bay, Digga. Wir gehen hoch. Ich hab morgen meinen 12. Geburtstag, Digga. Es ist so crazy. Ihr werdet einfach alle älter, Mann. Und irgendwann, Alter, bin ich auch mal 30. Und dann seid ihr wahrscheinlich so Teenager. Digga, crazy, Mann. Ja. Mal schauen, ob was zu ihm in Chapter 3 kommt. Oh, da bin ich auch mal gespannt. Bin ehrlich. Digga, wir packen Kassette rein. Wo ist der Fernseher? Da. Die Klaue. 08502. In relation. Experiment 1006. The prototype. A close call occurred this week in which he nearly breached containment. The prototype seemingly disassembled the digital alarm clock within his room and utilized the battery, along with several other components, to create a laser pointer, which he then fired into the security camera, disabling it. These actions allowed him 28.3 seconds completely unmonitored. Once function returned to the camera, the room appeared to be empty. One surveillance specialist went in to confirm his absence. However, upon opening the door, she realized that the prototype had hidden in one of the camera's blind spots. The prototype attempted to escape through the open door. However, another surveillance specialist was able to remotely relock the door, despite the other specialist still being inside. One casualty occurred. The prototype seems to possess an unprecedented level of intelligence beyond that of all other test subjects, as well as an alarming willingness to commit violence. Further suppression treatments will need to be enacted to ensure that no other experiments develop these qualities. Experiment 1170, Huggy Wuggy, remains the optimal outcome due to his sufficient intelligence paired with maximum obedience. End of log. Interessante Info. Digga, ich merke, dass ich einfach mittlerweile besser in Englisch geworden bin. Ja, ich mache mir Notizen, Leute. Nur, dass ihr es seht. Passt auf. 1006 ist der Prototyp. Und jetzt eine heftige Story. Der Prototyp ist wahrscheinlich die erste Kreation, die wirklich funktioniert hat. Er war in seinem Zimmer eingesperrt, der Prototyp, und hat aus seinem Wecker die Batterie rausgenommen, andere Sachen
genommen, die irgendwie im Zimmer waren, die haben auf Sicherheit geachtet und hat aus dem ganzen Scheiß einen Laserpointer gebaut. Und mit dem Laserpointer hat er auf eine Kamera gezielt, dass die Kamera in seinem Zimmer ausgegangen ist und hatte 28,3 Sekunden Zeit, oder 23,8, bin ich mir nicht sicher, einfach irgendwas zu machen. Die Kamera ging für 28,3 Sekunden nicht. So, und als sie dann wieder ging, nach einer halben Minute, war der weg. Ausgebrochen aus seinem Zimmer. Dann ist der Prototyp abgehauen, hat sich in einem toten Winkel von der Kamera versteckt. Das heißt, Leute, die Kamera guckt auf einen Bereich, aber sie kann ja nicht alles abdecken, weil die Kamera nicht 360 Grad geht, okay? Und im toten Winkel, also zum Beispiel unter der Kamera, stand der und hat sich versteckt. Und dann haben Leute den gesucht und der hat die Leute getötet. Huggy Wuggy ist das Experiment 1170. Das ist halt ordentlich gewesen. Huggy ist normal. Aber dieser Prototyp, und jetzt kommt's, hat ein erhöhtes Gewaltverlangen. Er möchte töten und verprügeln und fressen. Das ist der Prototyp. Die aggressivste Lebensform, die in dieser Fabrik ist, und die intelligenteste Lebensform. Geisteskrank. Geisteskrank. Also, das ist auch nochmal für mich so geil, dass wir das nochmal alles durchchecken, weil ich merke einfach gerade so, ich habe die Story vorher irgendwie doch noch nicht so ganz gecheckt, weil mein Englisch zu schlecht war. Aber Leute, here I am, 2 Jahre später, ich habe viel Englisch gequatscht, schreibe viel Englisch, hat sich ein bisschen was angebahnt, sage ich mal, ne? Ja, dazu. Okay, hier ist jetzt Poppy und ja, Poppy, also ich nehme ja mal das da alles weg, ne? Hast du sie getötet? Gut. Steige jetzt in den Zug. Wir müssen gehen. Okay, Poppy, mache ich. Warum streamt ihr um 17.30 Uhr? Leute, das steht im Chat von dem Livestream Chapter 3. Wir haben keine feste Uhrzeit. Es ist nichts safe. Nichts. Ich weiß nicht, wann das Game kommt. Keine Ahnung. Ich habe alle deine Accounts abonniert, weil du so cool bist, Denno. Mia. Kuss, Kuss. Dankeschön. Der Abo-Train, Leute, ihr kennt ihn. Alle Mann einsteigen. Meine Theorie ist bestätigt, dass der Prototyp Teile von toten Monstern sammelt, um sich abzugraden, weil Mami vor dem Tod sagt, you made me part of him. Stimmt. Stimmt. Digga, das ist mal eine krasse Idee eigentlich, ne? Der Prototyp wird, oh mein Gott. Ah, Alter, Digga, das ist ja voll krass. Hier in Chapter 2 war schon klar, wie das Game wahrscheinlich ausgehen wird. Boah, Leute, das ist cool. Das ist sehr cool, einfach zu wissen. Okay, wir müssen jetzt den Traincode einmal checken. Und zwar ist es der... Ah, der Dog, dann Kissy. Okay, das passt. Der Dog sollte rot sein. Jetzt. Digga, und jetzt? Ah, ich muss die richtige Kombination eingeben. 3, 1, 2, 4. Alle mal einsteigen, Chat! Es geht los! Seid ihr bereit für den Abo-Train? Das ist so ein Insider von uns. Ich suche das Lied extra raus. Ein Moment. Wo haben wir das Lied? Das ist wichtig, das gehört zu unserem Ritual. Rituale sind wichtig, Freunde, für uns. So, wo haben wir das Lied? Ich glaube, es ist hier drin, oder? Oh, das ist jetzt die Frage. Ich will nicht das Falsche anmachen. Das ist es auch nicht. Ich glaube, ich hab's nicht mehr, oder? Da ist es! Leute, alle mal einsteigen! Es geht los!
Der Abozug, auf geht's. Wir fahren los, Leute. Es war mir wieder ein Vergnügen, mit euch reinzusuchten, dass wir Pokémon Playtime Chapter 2 natürlich nochmal gezockt haben. Und gleich kommt eine kleine Sequence, die müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Steigt alle ein! Alle abonnieren, die jetzt Spaß an dem Stream hatten und morgen dabei sind. Aktiviert bitte jetzt die Glocke. Dann bekommt ihr morgen eine Benachrichtigung. Diese Woche sehr viel Pokémon Playtime. Auf geht's! Auf geht's! Du hast mich gerettet. Du bist perfekt. Zu perfekt. Wir können dich nicht gehen lassen. Hey Mann! Warte mal ganz kurz! Weißt du eigentlich, wie lange ich in diesem... dieser Schale war? Zu lange. Er hatte viel Zeit nachzudenken. Viel Zeit. Um nachzudenken, was sie tut. Schreckliche Dinge sind passiert. Wir... habt ihr es gerade gehört? Und es geht los, Leute! Bitte alle einsteigen! Es gibt ein... Abozug! Let's go! Einsteigen, Freunde! Wir werden jetzt ein bisschen Fahrt aufnehmen und es geht los. Ja, einsteigen. Oh Gott. Warte mal ganz kurz, wir sind zu schnell. Wer ist gerade alles im Zug, Chat? Wer ist gerade alles im Zug? Wichtige Durchsage. Ja, es gibt ein paar kleine Komplikationen im Zug. Ja, also die Geschwindigkeit ist leicht erhöht. Oh Gott, die Geschwindigkeit ist leider extrem erhöht. Bitte, bitte einmal ganz kurz. Ah, wir müssen hier aber bremsen. Chat, springt aus dem Zug raus. Chat, einmal aus dem Zug. Halt an, oh mein Gott. Das war ja wieder klar, oder? Das war ja wieder klar, hä? Ja. Ja, ich hab nicht gesagt, ihr sollt mitfahren. Digga, habt ihr von selber gemacht. Muss man auch ehrlich sein, ne? Tja. Was soll ich sagen, Chat? Was soll ich sagen? Ist auch irgendwo eure Schuld. Ich hab gesagt, fahrt nicht mit. My leg is broken. Freunde. Ganz kurz, wir gehen jetzt rüber zu Shakes and Fidget. Ich denke, Story haben wir abgeschlossen. Für alle, die noch bleiben, ich würde mich sehr freuen. Da kann ich euch das gleich einmal vorstellen. Dieser Stream ist heute gesponsert. Das heißt, ne, solche Streams und so weiter, wie ich sie mache, ihr braucht keine Donuts da lassen. Ihr könnt das gerne machen. Der größte Support ist immer halt bis zum Ende zu schauen. Egal, bei welchem YouTuber ihr das macht. Bei mir natürlich besonders. Also immer, wenn ihr Videos zu Ende schaut, so ein Like da lassen ist nicht so viel Support, wie ein Video einfach zum Ende zu schauen. Das vergesst es bitte nie. Also wenn ihr sagt, Digga, geil, so, dann schaut bis zum Ende. Wir gehen jetzt rüber und dazu werde ich jetzt auf jeden Fall einmal nochmal ein kurzes Päuschen machen und eine kleine Werbung in den Stream hauen, okay? Das ist einfach nur, dass ihr den Stream sozusagen damit supportet habt. Spiele ich eine kleine Werbung ein, weil ich bin jetzt auf Toilette. So, dann können wir auch eine kleine Werbung einblenden, dann verdiene ich ein bisschen was dran. Bin ich auch ehrlich mit euch, ne? Ich sag schon mal vielen, vielen Dank. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Ich hau eine Werbung kurz rein und bin gleich wieder da. Danke.
Sofort da, Chat, sofort da. Ja! Also, ja, bisschen verwirrend, ich bin da. So, wir gehen jetzt gleich sofort rein. Ich bin gleich wieder da, ganz kurze Pause und dann erkläre ich etwas zu dem Spiel. Könnt ihr während der Zeit, wenn ihr möchtet, euch schon mal anmelden. Und zwar, ich erkläre es einfach jetzt und dann machen wir gleich. Freunde, der Stream ist heute gesponsert von Shakes & Fidget. Mods, haut mal gerne den Link rein in den Chat. Shakes & Fidget ist ein Browser-Game, wo man sehr, sehr geile Sachen, gerade auch im Bereich PvP und so weiter, in der Gilde und so weiter machen kann. Ich sehe hier, ihr seht schon, ich habe technische Schwierigkeiten. Digga, mein Game lädt nicht richtig. Ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber muss nur mal reingehen. Hier, perfekt, so. Also, ihr könnt in die Taverne gehen, Aufgaben erledigen, in meine Gilde zum Beispiel reinkommen, eure eigene Festung bauen. Ich sehe gerade, Adina zockt jetzt auch schon wieder. Ich bin, Digga, Level 141, Digga. Ich sehe die Hunter schon. Süchtig. Festung könnt ihr auch machen. Baue ich auf jeden Fall gleich ab. Und ja, ihr könnt Dungeons erkunden, ne? Euch Tiere und so weiter holen. Also sehr, sehr geil. Was wir auch gleich machen, Chat, ist gamblen. Wir werden gleich ein bisschen gamblen. Wir haben hier oben ein bisschen Kohle. Kommt erstmal rein, macht es euch bequem. Und einige von euch haben keine Werbung bekommen, das ist aber völlig in Ordnung. Gut, ja, schmeißt mal gerne in den Stream schon mal den Link rein an die Moderatoren. Kommt gerne mit rüber, nimm uns mit. Ja, ich kann, Digga, ich kann euch jetzt nicht mitnehmen auf Toilette, Mann. Ich bin gleich wieder da. Ja, bin jeden Tag drin wegen der Gilde. Okay, also, bis gleich. Carola, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Stopping us, fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Get to cross.
shooting star. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We are hating because you want, shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxies, I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, I'm with my strategy. When that's enough, then I just have to leave. Shooting stars across the galaxies, ja, was geht, Leute? Was geht? Also, Shakes and Fidget, Digga. Wenn ihr in die Gilde wollt, erstmal auch ganz kurz, ich bin hier unten, ich bin auf Europa 7, da müsst ihr raufgehen, ja? Ihr könnt einfach beitreten, ihr müsst einfach nur auf Europa 7 euch anmelden, ganz, ganz wichtig, und dann könnt ihr einfach mit reinzocken. Digga, also, was geht hier eigentlich? Das ist ja wirklich Wahnsinn, Alter. Das ist krass. Digga, der Gruppenskill, Mann, Junge, der pumpt auch so rein. Digga, das ist echt, das ist mega, mega krass. Wir kriegen viel mehr Gold und Erfahrung und sowas raus. Das ist schon sehr, sehr geil. Okay, Leute, also, was muss man hier machen? Wir machen jetzt erstmal ein paar Aufgaben. Dazu müssten wir aber mal raus aus der Taverne. Es gibt hier so eine Karte. Wohlhabende Grüße. Moin, der Gaukler-Goblin. Er sagt, wir sollen ein paar Missionen machen, Digga. Glücksrad drehen, immer das Wichtigste. Ich das glaub, muss man als allererstes machen. Ich drehe am Rad. Digga, let's go. Lass mal gucken. Chat, was wir wollen, ist das Gold, Digga. Wir brauchen das Gold, das ist das Allerwichtigste. Für mich jetzt momentan. Wir dürfen 20 Mal, können wir das machen? Ja, okay, ja. Nehmen wir mit. Weiter geht's. Link schicken, hat Caro gerade gemacht. Ah, Steine. Wir müssen in die Festung ganz kurz hier alles abbauen, perfekt. Wir haben nämlich oben, wir werden die Festung auch nochmal durchgehen. Das ist jetzt erstmal das Glücksrad auf entspannt machen. So, weiter geht's. Ja, nehmen wir auch mit die Erfahrung. Ist gut. Ja, jawohl. Weiter, bitte mal 3 Goldbarren jetzt gönnen. Ach, Digga, nicht schon wieder Steine. Hashtag Steine in den Chat, immer wenn wir die kriegen, okay? Gold! Das bockt nicht. Echt nicht. Ich will die Steine nicht. Ich will mehr Gold haben. Ja, nee. Erfahrungspunkte auch okay. Erfahrung und Gold. Oder Secret Gegenstand. Wäre auch cool. Dieses Lachen immer auch. Der provoziert. Wie machst du das? Ich das mache, weiß ich auch nicht. Digga, immer diese Steine, Mann. Wichtig. Wir kommen voran. Also, das kann doch nicht wahr sein. Ja, Pilze sind auch okay. Oh mein Gott! Ja! Ja! Nein! Steine! Ja, Erfahrung nehmen wir mit. Gib mir jetzt Gold. Einfach mal so, zweimal hintereinander. Auf entspannt jetzt. Ach, Digga. Hey, wir können nur noch zweimal hier unten. Ja, okay. Nehmen wir mit. Gib jetzt Gold, bitte. Erfahrung. Wichtig. Jetzt Gold. Einfach so. Erfahrung. Wir können nicht mehr drehen, das war's. Na, kann man nur einmal am Tag, 20 Mal. Kann ich auch sehr, sehr stark empfehlen. Ich glaube, wir können... Guten Abend. Ey, Digga. Korrekter Typ. Okay, wir machen entspannte Missionen. Wir können die halt durchskippen. Guck mal. Digga, ich habe Treibsanduhren der Ungeduld auf richtig locker bekommen.
durch Farm und sowas alles kann man sich die halt ziehen. Und dann kann man diese Sachen hier halt überspringen, ne? Das, die Jo, Digga, was ist das denn, Digga? Guck dir mal den Gorilla an. Das Game ist halt sehr lustig auch gemacht. Da wollte man mein Equipment sehen. Pass auf, zeig euch meinen Charakter. Digga, das ist er. Der heilige Gral der epischen Superkräfte. Edelring der endlosen Glücksader. Haben wir hier irgendwas Lustiges? Die blinkende Lichterkette. Digga, ich habe einfach als Amulett habe ich eine Lichterkette von Weihnachten, vom Tannenbaum. So, ansonsten haben wir noch schaurige Mumiengriffel bekommen, letztes Dungeon. Und hier die Schuhe des Feuerläufers sind auch sehr geil. Ich würde heute gerne ein bisschen Equipment auf jeden Fall noch verstärken. Wir können auch noch ein paar Sachen verkaufen, sehe ich gerade. Müssen wir definitiv nochmal machen. Hier, was können wir da machen? Ja, nicht viel. Also ich gehe mal in Waffenladen und verkaufe die mal. Moin. Geil. Wir gehen rein in die Taverne, oder? Ich muss dir was zeigen. Oh, die muss ja was zeigen, Leute. Wir nehmen die Erfahrung. Eigentlich würde ich gerne für Geld gehen eher. Wir nehmen das hier mit. Können wir in die Taverne zurück? Ja, wir können. Okay, Leute. 1167? Bruder, das ist richtig viel. Ihr habt es gerade gesehen. Ich krieg. Nee. Erstmal muss ich hier ein bisschen Geld ausgeben. Ein paar Punkte und so hochziehen. Ich würde sagen, wir gehen mal Glück machen. Ich brauche nämlich eine. Okay, Digga, das ist schon echt mies teuer. Dann gehen wir mal für Energie vielleicht ein bisschen. Ich gehe erstmal ein bisschen runter, so bei 3000, denke ich, können wir mal eine Runde zocken. Gehen wir mal rein. Chat, was sagt ihr? Welcher ist es? Guck genau hin. Scam. Auf der rechten Seite. Chat, was sagt ihr? Wie lange sind wir noch live? So circa eine Stunde, bis wir Shakes and Fidget für heute fertig gezockt haben. Reddy sagt rechts. Alexander sagt Mitte. Wie komme ich in deine Gilde? Einfach meine Gilde suchen, Digga, und einfach reinjoinen. Hier, Lian Denno-Fan, Digga, hat's schon geschafft. Smart Head. Digga, ich hab das Geld verloren. Ready, wir nehmen rechts. Mitte. Okay, wir nehmen jetzt Mitte. Wir nehmen jetzt Mitte, weil Robert hat's richtig groß geschrieben. Robert Kressler so, Mitte, Bruder! Nicht schlecht. Robert! Das ist es! Wir gehen hoch. Leute, let's go. Doppelter Einsatz oder nix. Komm schon, komm schon. Was sagt ihr? Nochmal Mitte? Safe nicht. Links. Nee, das ist falsch geschrieben. Ich glaube nicht. Brudi Mitte, Isabel. Ich truste nicht. Ready? Nächstes Mal klappt's. Es war rechts, Leute. Ja, hier, Timo. Timo hatte recht. Okay. 900. Wir riskieren richtig, Chat. Caro sagt links. Gaming TV sagt richtig. Ja, was ist denn richtig? Caro sagt Mitte. Ich sag. Jetzt kommt mein Call, Leute. Mein Call. Links. Oh, schade. Caro! Rein! Alles oder nix! Du hast Post bekommen, Denno. Ich guck gleich rein. Ist er live? Jan Lehmann bin ich. Rechts safe? Rechts meinst du? Wirklich? Isabel? Isabel sagt, rechts ist safe. Caro sagt auch rechts. Oh, das tut mir Ich hätte mit dir genommen. Ja, ist okay, Digga. Ich bin wieder broke wie ein Penner, Mann. Ich überspring. Wir machen erst eine Mission. Farm ein bisschen Kohle rein, okay? Ich würde sagen, bis wir Level up sind oder was? Wir bräuchten... Oh, Digga, wir bräuchten schon echt noch viel EP, ne? Wir bräuchten echt sehr viel EP. Ich nehme, glaube ich, die Kohle hier mit. Oh, hier gibt es sogar noch mehr. Nehmen wir mit. Wir gewinnen eigentlich fast alle Kämpfe gegen die Monster, also die sind unspektakulär. Man kann aber auch andere Spieler angreifen. Und ihr könnt mir Post schreiben. Letzter Stream Garten auf Banban. Hi, hoffe dir geht es gut und hier ein kleiner Witz am Rande. Es war einmal ein Opillabird, er war chillig im Game. Dann kam Denno und erzählte ihm, dass ein Döner in der Schweiz 12,50 Euro kostet. Und das machte Opillabird sauer auf ihn und rannte ihn hinterher. Dann musste er zurück in die Schule. Ende. Hoffe, der hat dir gefallen und bye. Digga, so dumm. Leute, wo seid ihr? Kommt mal rein jetzt in die Gilde. So. Schau dich ruhig um. Ich muss, oh ja, Leute, ich muss auf jeden Fall ein paar Tränke reinzünden. Der wichtig.
und der Trank des Gewichthebers, auch sehr wichtig. So, wir haben jetzt Glück und Stärke 25% hoch. Stärke müssen wir natürlich auch immer mitnehmen. Ich gehe mal in die Arena, Digga, und fighte einfach mal. Guck mal hier, der Charakter. Let's go. Ja! Oh, das hat reingeknallt. Na, mach was. Alter, das hat weh. Ja! Wir haben... Oh mein Gott! Schaffen wir das, Chat? Oh, das ist ausgewichen. Ja, komm! Bam! Gewonnen. Irgendein Spieler. 49 Gold haben wir abgelatzt. Geil. Okay, Digga. Okay. Wir bleiben erstmal ruhig. Wir haben noch ein paar Kämpfe. Ich guck mal hier unten. Wir haben jetzt ein paar Missionen erledigt und bekommen dafür 4000 EP nochmal oben drauf. Wenn wir durchziehen... Oh, 2500 Gold, Leute, wenn wir alle Missionen machen. Okay, Moment. Wir gehen zurück erstmal in die Festung. So, da können wir jetzt einiges machen. In der Akademie können wir EP abholen. Wir können die nicht upgraden. Die Festung können wir auch noch nicht upgraden, weil wir brauchen 57.000 Holz. Haben wir was in unserer Schatzkammer? Schon viel, kann man sagen. Maximum der Steine erreicht. Holz nehmen wir mit. Guck mal, was kostet denn viel Stein? Es kostet alles extrem viel Holz. Boah, wir könnten die Schmiede mal ausbauen. Verbesserungen, Soldaten haben Stufe 25. Ah, weiß ich noch nicht. Die Befestigung brauchen wir auch noch nicht. Irgendwas, was Stein kostet, würde ich jetzt hochziehen. Wir könnten einen Edelstein suchen, aber dafür brauchen wir Geld. Das müssten wir eigentlich auf jeden Fall nochmal machen. Die Schatzkammer, ich würde die mal ausbauen, weil die schon wichtig ist. Die war nämlich eben voll. Das ist, wenn wir zum Beispiel aus einem Glücksrad Steine bekommen, dann wird die Schatzkammer halt immer vollgepackt damit. Und die gehen nicht hier direkt oben rein. So, können wir mehr Sachen gleichzeitig ausbauen? Das geht nicht. Okay, gut. Ich gehe mal weiter auf Mission. Yo, eine Spiegelscheibe der Selbstreflexion? Lass die mitnehmen. Kurzer Funfact, zahle für Dönerbox und Getränke 15 Franken. Halt, Maul, Alter, echt? Was können wir damit machen? Oh, was ist denn, wenn wir den Spiegel voll haben, Leute? Müssen wir mal in der Mission ein bisschen drauf achten? Ja, Bro, da bin ich. Was geht, Alter? Ich bin Uwe, ich bin auch dabei, okay? Wir gehen eine 10-Minuten-Mission durchziehen. Wir können auch in die Dungeons gehen. Also das sind jetzt die Dungeons, die wir haben. Dafür braucht man so Schlüssel. Wir haben die Lichtwelt und verschiedene Dungeons, die wir halt machen müssen. Und wir haben letztes Mal gegen den Piraten Düsterbart gekämpft. Junge, er war so schwer. Wir gehen nochmal rein und gucken mal, ob wir ihn schaffen. Den haben wir nicht geschafft. Ich guck mal, ob wir ihn packen können. Junge, mach was. Ja. 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 Nein. Er ist weg. Bam. 100.000 EP. Leck mich fett. Geil. Digga, tschüssi, mein Bester. Der Rabiata-Räuber ist jetzt da. Geil. Wir haben es geschafft direkt. First try. Sehr nice. Wir müssen... Oh, Digga, die Klapper-Kobra ist Stufe 72. Die packen wir safe nicht. Hier unten haben wir nur noch zwei zu erledigen und dann kommt der Boss. Ich glaube, den Dämon schaffen wir noch nicht. Aber... Der böse Band, ja, wobei der Dämon, ey, vielleicht schaffen wir ihn doch. Wir können ja mal testen. Wir können mal gucken, wie stark der ist. Oh, der hat gerade einen guten Hit bekommen. Ja, man sieht's. Ich kann nichts machen, ne? Er ist zu strong, Digga. Ja, safe. Also, wir kriegen richtig aufs Maul hier. Schade. Dafür müssen wir noch ein bisschen leveln, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, Digga, ziehen wir mal durch. Machen wir neue Missionen. Wir gehen auf EP, denke ich, dann jetzt erstmal. Hallo. Was geht, Bruder? Goldmäßig, ja, das hier wäre die beste Mission. 10 Minuten dauert die. Wir haben halt so Abenteuerlust. 10 Minuten gibt minus 10. Wir können das aber bei dem Typen hier so... Du siehst irgendwie so gar nicht abenteuerlustig aus im Moment. Wir können das sehr geil upgraden hier, ne? Mein neuer... Okay, machen wir. Der Alligator, guck dir den mal an, aber der ist auch easy, den machen wir so locker. Guck dir, also diesen Wertevergleich hier, ne? Wir haben natürlich viel, viel mehr, 840 Stärke schon alleine. Das knallt halt ordentlich rein. Hallo? Wir nehmen die 2 Minuten 30 Quest mit, aber mit den EP halt, ne? Guten Abend.
Was geht, was geht? So, 10 Minuten, glaube ich, ist nicht worth. Wir nehmen die mit. Trends stand da gerade. Okay. Wir sind Level 52. Sehr gut. Wir haben ein Level gerade geschafft. Sehr geil. Lass uns mal gleich in die Taverne gehen. Ich mache eine entspannte Mission hier. Wir nehmen die mit. 2 Minuten 30. Hallo. Okay, Chat. Wir sind wieder drin. 500. Wir wollen alles wieder reinholen. Let's go. Was sagt ihr? Die Zuschauerzahl ist egal. Das geht immer runter. Na, das ist halb so wild, sage ich mal. Ich finde deine Gilde nicht. Bist du auf Europa 7 unten? Hast du dich auf Europa 7 angemeldet? Wenn nicht, zeige ich dir gleich mal, wie das geht. Was sagt ihr? Jay sagt Mitte. Reik sagt auch Mitte. Leon sagt Mitte. Viele sagen Mitte gerade. Ja, viele sagen Mitte. Okay. So ein Pech. So seid ihr zu mir, Chat. Ich muss jetzt. Digga. Es stehen 765 auf dem Spiel wieder. Was sagt ihr? Was sagt ihr? Mitte? Wieder? Okay, wir nehmen Mitte. Wichtig, Chat. Wichtig. Wir sind wieder da. Und jetzt gehen wir aufs große Ganze. Für die 3000 Gold. Guck ihn dir an, wie er es in seine Augen guckt. Chat, soll ich eine Entscheidung treffen oder ihr? Was meint ihr? Wollt ihr eine Entscheidung treffen oder ich? Ich ziehe euch mit rein. Ich ziehe euch mit rein. Wollt ihr eine Entscheidung treffen? Ich mache eine Umfrage. Wer trifft die Entscheidung? Stimmt ab. Ich gebe euch 15 Sekunden. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Umfrage wird beendet. Der Chat, 58%. Alles klar, Chat. Sagt mir, was nehme ich? Rechts, links, rechts, links. Oh, Bro, wir sind Digga. Neil sagt Mitte. Er haut nochmal einen Zweier rein. Danke, Neil. Welche Seite nehmen wir? Ich lasse das nochmal abstimmen. Dafür gebe ich euch nochmal kurz ein bisschen Zeit. Was meint ihr, Chat? Bitte, wir dürfen keine falsche Entscheidung treffen. Wir dürfen keine falsche Entscheidung treffen. Chat! Ich gebe euch 30 Sekunden. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Digga, das ist klar, wir nehmen rechts. Let's go. Chat, let's go, wir nehmen rechts. Chat, let's... Scam! Sag ich nichts zu. Sag ich nichts zu. Nichts. Wir wurden abgescammt. Du bist gerade auf Reisen und solltest keine Zeit in Wirtshäusern vergeuden. Mann, so ein kranker Mist, ey. 24 haben wir wieder, Mann. Hallo. Hallo. Ich bin richtig angepisst, Bro. Wir nehmen das. Wir gehen fürs Gold. Ich baue jetzt ein bisschen Gold wieder auf. Kann ich dir helfen? Du kannst mir helfen, indem du den blöden Typen da hinten verprügelst, Mann. Uncool. Ich hol ein bisschen Geld rein, Leute. Ein Schmerz. Wir haben 900. Wir kommen schnell weg. Ob ich mich hier in der Gegend auskenne? Nee, kenne ich zufällig nicht. Nehmen wir mit. Hey. Psst. Wir nehmen das Gold, oder? Ja. Wann ist morgen Livestream? Weiß ich noch nicht genau. Das werde ich später... Ich werde die Zeit morgen variabel halten. Also sobald ich was weiß, geht's rein. Leute, wir haben den Spiegel gefunden. Den nehmen wir mit. 2 Minuten 30 im Spiegel hier. Wir gehen rein.
Gucken wir mal. Es könnte so ein Ding sein für vielleicht oben oder hier irgendwo. Gucken wir mal. Ah, okay. Was bringt dieser Spiegel? Ich weiß echt nicht, was der bringt. Da bist du ja. Ja, Mann, was geht? Wir nehmen EP mit. Wir gehen auch nochmal in die Arena rein. Ich muss jetzt mal zwischendurch einen kurzen Kampf haben. Hier, gegen, wie heißt der Typ? PES KX Pro. Dann zeig mir doch mal, was du kannst, Bruder. Zeig mir doch, was du kannst. Bro! Der hat mich so abgerippt. Digga, der durfte gerade 8-mal angreifen oder so, ne? Unfair. Unfair. Was soll ich sagen? Rein. Wir gehen nochmal. Gegen Arxi, Digga, 69. Zeig, was du kannst. Es sieht gut aus derzeit. Es sieht schlecht aus derzeit. Es sieht sehr schlecht aus aktuell. Wir haben so knapp verloren, Chat. So knapp verloren. Warte mal, den hier. Den machen wir. Den. Tochi, Digga. Tochi, Junge. Der kriegt jetzt rein. Ich finde die Gilde nicht. Okay. Wir machen den Kampf zu Ende. Ich call jetzt schon. Gewinnen wir easy. Und dann zeige ich euch mal, wie das geht. Ja. Alles klar. Okay. Was? Digga, habt ihr es gesehen? Was hat er gespielt? Bro. Geisteskrank. Geisteskrank, was der da gerade gemacht hat. Digga, ich hätte Charakter wechseln sollen. Sag ehrlich, Mann. Das war richtig wild. Guten Abend. Das war richtig wild. Guten Abend. Nerv nicht. Guck mal. Also, passt auf. Hier unten. Ups, ich habe den Webshop aufgemacht. Wenn ihr euch den Charakter erstellt, ja, hier zum Beispiel, da drückt ihr weiter, wählt eine Klasse und dann müsst ihr hier unten die Welt ändern. Es ist ganz wichtig, dass ihr auf Europa 7 spielt. Da bin ich nämlich momentan unterwegs. Okay. Wie kommen wir jetzt zurück? Hier. Ja. Und hier oben sieht man es. Ich bin Europa 7 und habe auch einen Charakter Europa 8. Da gehen wir später nochmal gucken. Ich mache vielleicht auch noch einen neuen auf Europa 9, um euch den Einstieg mal zu erleichtern. Aber erstmal werden wir natürlich hier weitermachen. So, wenn ihr dann hier drauf seid, könnt ihr in die Ehrenhalle gehen und die Gilden suchen. Und da müsst ihr einfach nur die Gilde Team Denome eingeben. Dann findet ihr die hier. Klickt da drauf und dann könnt ihr einfach beitreten. Einfach steht hier dann beitreten. Ja, und dann geht's rein. Ich würde in der Gilde, glaube ich, mal den Goldschatz ausbauen. So. Machen wir mal. Ich habe mal investiert, Leute. Und alle, die in der Gilde reinkommen, bekommen 9% mehr Gold überall raus. Das ist schon mal ein ganz nettes Sümmchen, ne? So. Ich glaube, ich nehme das Gold mit. Ich habe so eine Treibsanduhr gerade gefunden. Sehr entspannt. Digga. 10 Minuten? Nee. Ich glaube, dann mache ich lieber 5 Minuten nochmal und gehe nochmal für eine weitere Quest. Oh. Wir bekommen hier auf jeden Fall noch genug Gold, weil so ein Gegenstand verkaufen ist sehr geil. Guck mal, der ist 130 wert, ne? Geil. Was ist das? Boah, den Gürtel, den müsste man sich eigentlich mal holen. Das würde mehr Rüstung geben. Warte mal, ich mache Folgendes. Ich gehe in die Festung und suche einen Edelstein. Das ist eigentlich sehr worth. Wir können das skippen. Und wir haben direkt einen Edelstein bekommen. Und ich glaube, der ist auch krass. Der verbessert Glück. Das brauchen wir auch. So. Der geht hier direkt rein. Sehr gut. 45%, dass wir kritisch treffen. So, also, das ist schon vernünftig. Wir wollen es aber auf 50% drücken. Das ist nämlich der maximale Wert, den man in dem Spiel erreichen kann. Dafür müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal nochmal ein paar neue Missionen machen. So. Wie geht's? Das kann man 10-mal am Tag machen. Ja. Danach ist Feierabend.
Mein Gegner hat sich zweimal gerevived. Was? Das geht? Warte mal, ich gehe auch noch mal rein, Digga. Hier. Die werde ich jetzt so zerstören. Okay, die ist Level 44, das ist unfair. Wer ist er hier? Big Dick Randy, Alter? Junge, den hätte ich schon gerne verprügelt. Oha. Ist ja völlig easy, oder was? Komplett easy, Chat. Ein Gold haben wir gekriegt. Müll. Digga, hier. Wer ist das? Ich glaube, die machen wir easy. Level 49. Oh, Junge, die hat 41 AP. 41k, ne? Komplett easy gewesen. Wer bist du, Digga? Komplett easy gewesen. So, wen haben wir noch? Level 50. Try Hard Tuga. Wer ist er? Mickey Maus. Welchen Rang hat der? Den besseren Rang hat er hier auf jeden Fall. Dann nehmen wir den. Oh mein Gott. Scam. Er hat meine Mega-Fähigkeit abgewehrt. Oder der macht so viel Damage, Alter. RIP. Ja, RIP. Den nehmen wir mit. Das ist ein Free-Win. Das... Oh mein Gott, das war nicht mal ein Free-Win. Ich gehe raus hier. Ich muss jetzt mal chillen, Alter. Was haben wir hier? Oh, Portal. Da gibt es leider kein Event aktuell. Wir haben den Goldrahmenhändler. Unseren zahlungskräftigsten Kunden bieten wir das exklusive Rundum-Sinnlos-Paket. Die vergoldete Profilseite. Ohne jeglichen Nutzwert. Dafür ungemein teuer. Zeigen Sie dem Fußvolk, wie viel reicher man sich fühlt, wenn man sich mit etwas Gold umgibt. Sollen wir das kaufen, Chat? Sollen wir das kaufen? Wie viel Geld ist es? Ich muss dir was zeigen. 50 Euro, Digga. 50 Euro? Sollen wir das kaufen, Chat? Unseren zahlungskräftigsten Kunden bieten... Sind Sie wirklich sicher? Ich meine, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber 1000 Pilze sind natürlich eine Menge. Für puren Luxus, ohne jeglichen Spielvorteil, meine ich. Aber wenn Sie es sich überlegt haben... Okay. Also, einmal das Rundum-Sinnlos-Paket für 1000 Pilze. Seien Sie versichert, dass es garantiert nicht den geringsten Nutzen hat. Sollen wir machen? Nee, mach nicht. Aber was passiert, wenn man den hat? Ich hab ihn! Und er bringt original nix. Kauf den nicht, Digga. Einfach gemacht. Also für alle, die es machen, ihr seid jetzt nicht krasser. Ja, okay, Digga. Sieht schon chillig aus so. Aber trotzdem, Digga, völlig unnötig. Leute, es ist ja Gott sei Dank ein gesponserter Stream. Da kann man sowas mal machen. Richtiger Scam? Nein, Digga. Ist kein Scam. Es Lesko, danke für den Fünfer. Er schreibt rein, bester YouTuber. Leute, das refinanziert sich natürlich mit dem Stream. Deswegen keine Sorge. Nicht jetzt denken, da kommt jetzt die 50er Dono und habe ich gerade dafür gewastet. Wie zum Beispiel der Lesko jetzt. Nein, natürlich nicht. Also, das ist ja ein bezahlter Content sozusagen, ja. Also alles cool, bleibt locker. Ich habe euch nur mal gezeigt, was das bringt. Jetzt reicht es aber. So, wir gehen mal zurück in die Festung, Digga. Ich glaube, ich wirbel hier jetzt mal richtig durch. Die Schatzkammer ist jetzt ausgebaut. Wir müssen unsere Ressourcen ein bisschen loswerden, denke ich. Ja, Digga, das wäre natürlich nicht schlecht hier, aber das ist sauteuer, ne? Was brauchen wir denn dafür? Ja, hier können wir nicht viel machen. Die Ritterhalle. Oh, Digga, Edelsteine werden besser. Müssen wir eigentlich direkt gehen, Leute. Habe ich mal jetzt ein bisschen reingefarmt, sag ich mal. Okay. Will ich einen Magierturm bauen? Nö. Schmiede ist jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Kaserne. 12 Soldaten. Warte mal, kann ich irgendwo gucken, wie viele Soldaten ich habe? Warte mal. Nö. Ich mache erstmal hohe Stufe. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man andere Festungen angreifen kann. Oh! Wie kann ich Soldaten rekrutieren? Weißt du das?
Wo ist sie? Unser Profi, Junge, 50 Euro sind 3,3 Döner. Ach, Digga, Mann, er rechnet hier in Döner um Nil. Denno, hast du Mathe, ob ich Mathe hasse? Nee, Mathe war eins meiner Lieblingsfächer damals. Wie kann ich einen Soldaten rekrutieren? Oben plus. Ach, hier! Ja, Bruder. Also, definitiv baue ich dann erstmal die Schmiede richtig brutal aus, ne? So, und dann gehe ich mal kurz meine Soldaten. Maximal 12 Soldaten. Jetzt check ich das. Okay. Gehen wir mal ein bisschen. Wir übertreiben es nicht. Bogenschützen. Kampfmagier machen wir jetzt auch erstmal nicht. Ich würde dann sagen, wir verbessern erstmal wieder. Wichtige Entscheidung. Soldaten habe ich 12. Und Bogenschützen nehmen wir auch noch mit. Und jetzt. Bilden aus. Kampfmagier nehmen wir mit. Machen wir erstmal. Wir bilden erstmal aus. Ich wusste nicht, dass es jetzt so lange dauert. Kann man das skippen? Das geht nicht, ne? Nee. Okay. Ich wusste das nicht. Was willst du? Dann haben wir jetzt mal Soldaten gemacht. Fürs nächste Mal natürlich optimal. So, ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Guten Abend. Guten Abend. Wie viele P? Boah, wir brauchen noch echt viele P. Lass mal versuchen, ob wir noch einen Dungeon rippen können oder so. Wir können ja mal probieren, diesen rabiaten Räuber hier zu killen. Let's go. Wir müssen hier unser Dungeon fortführen, okay? Digga, was geht hier ab? Ich mach kein Damage. Warum mach ich kein Damage? Mehr Schaden, bitte. Der Bre, Digga, der rasiert übel, okay. Gegen den packe ich auf jeden Fall schon mal safe nicht. Wie stark ist denn so eine Klapperkobra? Kann doch nicht stark sein, oder? Digga, das war's. Also ich werde mies auseinandergenommen. Das Doofe ist, guck mal, wenn wir den Dungeon machen, wir bekommen so einen epischen Gegenstand und der ist halt echt krass, Chat. Der ist sehr heftig. So, und ich habe halt leider überall noch übelst viele Gegner vor mir, bis ich diesen Gegenstand bekomme. Hier muss ich, wenn ich den töte, dann sehe ich wenigstens schon mal, aber man sieht so ein bisschen die Gegner hier so im Hintergrund, im Schatten und so weiter. Und einen Dungeon habe ich sogar schon tatsächlich komplett fertig gemacht und es gibt halt voll viele. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, es gibt noch mehr Welten einfach. Dämonenportal, Level 99. Dann hast du hier halt die Dauerschleife der Idole und so. Das sind nochmal komplette Welten sozusagen, so wie die hier, wo du einfach richtig viele Dungeons noch hast. Und hier ist die Monstergrotte. Crazy. Okay. Guten Abend. Soll ich's machen? Er lacht schon so, Digga. Ja, ich tu's. Ich geh rein. Let's go. Tschüss, Denno, bis dann, Leute. Alle, die jetzt schlafen gehen, ich sage schon mal gute Nacht. Bis dann. Rein! Morgen kommt Poppy Playtime 3, freust du dich? Yes. Mein Call, Chat. Meine Worte sind in eurem Gehör, passt auf. Links. Bravo, du hast gut aufgepasst. Easy! Wir erhöhen. Doppel oder nix. Guck mal, wie er schon lacht, Digga. Guck, wie er schon lacht. Ich sag jetzt einfach, wie es ist. Ich bin krass unterwegs rechts. So ein Pech. Ich wollte echt noch links nehmen, aber ich dachte niemals. Ich lasse es wieder, Chat. Okay, ich gönn euch jetzt. Let's go. Beschert mir mal 500, damit wir einen Tausender kriegen und einen Edelstein finden können. Chat, das ist jetzt wichtig. Schreibt rein. Lurak, Kuss. Bitte. Viele sagen Mitte schon direkt am Anfang. Viele sagen Mitte. Oh, das tut mir leid. Dreimal links, das Schlitzohr. Sag mal, Kumpel.
Ich gehe nur für Erfahrung. Da bist du ja. Sag ehrlich. Wir ziehen mal ein bisschen durch. Ich würde sagen, die Quests skippen wir jetzt einmal, so viel wie wir noch machen können. Psst. Ja, genau du. Psst. Wir nehmen die 364 mit. Die klingeln mal wieder schön im Geldbeutel. So wir fahren mal ordentlich Kohle jetzt durch. Brauchst du was? Willkommen. 342, das nehmen wir mit, Chat. Wie viel haben wir? Ja, wir können noch ein einziges Bier zu uns nehmen und dann ist erstmal Schluss mit lustig hier. Guck die Kohle oben an. Boah, Junge, wir grinden gerade richtig rein, ne? Guck die Kohle oben an. Hey. Let's go. Die nehmen wir auch noch mit. Guten Abend. Moin. Auch die nehmen wir nochmal mit. Let's go. Okay, das war's. Mehr Missionen können wir nicht machen. Meine Stärke sind euch wohl Was willst du? Ja, oh Mann, mach mal nicht so einen Stress jetzt hier, Bruder. Wir holen uns doch einen Edelstein. Ich würde gerne nochmal einen suchen. Okay, wir haben nicht genug Holz. Ah, das sieht sehr schwierig aus für uns. Stein haben wir auf jeden Fall noch genug. Guten Abend. Nehmen wir mit. 3,5 haben wir. Da bist du ja. Ich nehme den. Die 15.000 EP nehmen wir mit. Für 2 Minuten 30. Was ist das denn für ein Buch, Digga? Guten Abend. Nehmen wir mit. Wir sind gleich fertig mit Mission. Danach können wir keine mehr machen. Wir haben noch den ganzen Tag. Ja, ja, ja. Da bist du, ja. Nehmen wir mit. Das war's. Okay, Hallo? Gucken wir mal die Ausbeute an. Puh, 5000. Gehen wir echt rein, Chat? Okay, wir bleiben auf niedrigen Einsatz. Let's go! Ich suche mir jetzt einen raus. Ich suche mir jetzt einen raus in den Chat. Geiles Game, Layla. Weißt du was? Dafür darfst du jetzt auch aussuchen. Kai sagt rechts. Kai, ich weiß nicht, ob ich dir trusten kann. Ich habe Layla schon versprochen. Ich habe Layla schon versprochen. Mitte? Bist du? Du fragst mich Mitte. Du sagst so Mitte. Layla, du musst einen Call geben. Sei entschlossen. Bitte. Oh, schade. Layla und Kai, Digga, beide nicht recht. Okay, wir machen es nochmal. 488. Wir sind im Bruch, Chat. Wir sind im Bruch. Erika, vielen Dank. Ich suche mir wieder jemanden raus. Kai sagt recht. Bravo, du hast gut aufgepasst. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber können wir das mit 1000 wiederholen? Ich call. Er will faken. Er denkt jetzt, wir nehmen rechts. Weil eben war ja auch rechts. Er denkt. Wir nehmen rechts. Und dann sagt er, wenn man nicht rechts nimmt, nimmt man safe die Mitte, oder? Aber der Chat und ich, wir denken links. Respekt. Ich weiß, wie er denkt. Nehmen wir erstmal mit. Die 1000, nehmen wir erstmal mit. So, die werden jetzt erstmal investiert. Die werden jetzt erstmal investiert. Wir investieren genau 1000. Die werden investiert. Ihr müsst ja auch mal vorankommen. Aber in was investieren wir die? In die Gilde? Ey, Leute, natürlich investieren wir in die Gilde. Safe. 1000 in die Gilde.
Das geht für alle in diese Gilde rein. Digga, Felix, der Macher. Junge, wer ist er denn? Felix, der Macher. Digga, cool. Ey, geil. Ihr könnt einfach rein, ne? Wie viele sind wir denn jetzt mittlerweile? 36. Wie viele können noch rein? 4, 8, 12. Dann sind wir 48. Ich glaube, 50 passen in die Gilde rein, oder? Guck, wie er mich schon anlächelt. Aber wir gehen erstmal. Wir könnten auch mal. Pass auf. Pronto, können wir uns im Waffenladen was kaufen? Wie teuer sind die Items? Boah, Digga, 400. Ja, Leute. Müssen wieder rein. 500 setzen wir. Hi, Denno. Ich hoffe sehr, dass du die Nachricht liest. Bin zwar immer still als Zuschauer, aber ich bin immer früher. War ein neues Video und bedanke mich dafür. Mach weiter so. Mein Bester, du schaffst das. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber danke, danke. Ich merke, das ist gut gemeint. Was nehmen wir? Wenn man keinen Plan hat, erstmal in die Mitte, sagt ihr. Leon Gaming und Grace sagen links. Leon Gaming hat sich umentschieden, sagt Mitte. Er sagt jetzt öfter Mitte. Viele sagen Mitte. Ich glaube, es ist die Mitte. Ich glaube, es ist links. Wichtig! Wichtig, Chat. Wir haben eine Winstreak. Jetzt gehen wir Big Baller. Jetzt gehen wir Big Baller. 1-8. Big Baller! Was habe ich getan? Abstimmung. Immer Gegenteil nehmen. Mitte, Mitte, Trust. Jay, was, wenn Mitte jetzt nicht kommt, Jay? Jay, was machen wir, wenn Mitte jetzt nicht kommt? Was machen wir dann, Bruder? Mitte Trust. Chan fängt auch schon an. Es sagen viele links, es sagen wenige rechts. Der Underdog ist rechts. Jay, was machen wir, wenn Mitte nicht kommt? Dann gehe ich in die Testphase zurück. So ein Pech. Jay! Das war's mit deinem Wortrang. Nein, wir machen's nicht. Jay, das war ja auch nicht nur deine Entscheidung. Pass auf, Chat. 4000, wir gehen rein! Wer glaubt an mich? Chat, wer glaubt an mich? Selbst er hat große Augen. Wer glaubt an mich, Chat? Digga, wir müssen alles wieder reinholen. Typisches Spielerverlangen. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get. Nehme ich's? Ich nehme Mitte. Digga, wir haben's, Chat. Wir haben's. Wir sind wieder drinne. 4000 haben wir dem Kleinen abgelutzt. Let's go. Jetzt können wir shoppen gehen, Digga. Das haben wir uns verdient. Ey, wollen wir Waffenladen gehen? Wir shoppen jetzt rein, Chat. Das war so wichtig gerade. Das war so wichtig jetzt auch mal wieder. Okay, wir gucken rein. Digga, nur Mist. Wir brauchen grüne Werte. Oh, Digga, hier ist so eine kleine Klinge am Start. Geschick ist nicht so wichtig. Ausdauer schon. Aber wir kriegen auch, ja, wir kriegen Stärke dazu. Ich würde es tatsächlich mal kaufen. Falls wir, ja, wobei, Digga, ja, nein, ja, ja, machen wir. Wir nehmen das mit. Das Ding ist eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Was haben wir hier? Ausdauer oder Glück? Also Glück würde ich halt eher gehen. Man braucht halt auch ein bisschen Glück für die Kämpfe. Ansonsten ist hier echt nicht viel geiles Zeug am Start, ne? Weil wir einfach noch zu weit weg vom Level-Up sind. Pass auf, ich rüste jetzt erstmal
Wir gucken den Damage unten an. 8160. 10.000 straight. Let's go, Freunde. Let's go. Und wir investieren noch ein bisschen was. In die Stärke rein und hier in die Ausdauer auch. Warte mal, wir gehen in den Zauberladen. Wenn wir Glück haben, finden wir noch einen richtig krassen Trank. Ich suche so einen goldenen Trank-Chat. Oha, Treibsanduhren. Die nehmen wir mit. Noch eine nehmen wir mit. Treibsanduhren immer kaufen. Immer. Ich finde noch nichts. Wir brauchen einen goldenen Trank. Wir müssen diesen goldenen Trank finden. Oh. Das Ding ist besser als meins aktuell. Aber der hat einen heftigen... Ja, der hat so einen heftigen Edelstein drin, ne? Wir kriegen dadurch Geschick richtig viel dazu. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Scheißhaufen mit. Wir nehmen den Haufen einfach mit. Wir gehen erstmal weiter shoppen. Ich brauche einen goldenen Trank. Okay, das ist krass. Nehmen wir auch gleich mit. Da haben wir heute ja schon wieder ordentlich was reingeholt, ne? Ich sweate mal für den goldenen... Da ist er! Den brauchen wir. Let's go! Wichtig, ich habe jetzt deutlich mehr HP. Deutlich mehr. Damit geht jetzt was. Du bist der beste YouTuber. Ich, Denno, ich gucke mal deine Videos und alle Like und Abo. Kuss geht raus an Tobias. Dankeschön. Haben wir fast 3000 Likes? Echt so viel heute? Crazy, Mann. Was ein Livestream, Digga. Habe ich selten. Habe ich eigentlich noch nie gehabt, glaube ich. Bis auf ein Populator 2. Sperrmull? Wer ist denn Sperrmull, Digga? Ich glaube, den machen wir. Er ist ein höheres Level als wir. Aber wir... Digga, wir gucken uns den Damage an. Geht mehr rein auf jeden Fall. Oh nee, ich hasse das. Und weg. Den haben wir abgeräumt, Leute. 232 Ränge aufgestiegen. Welchen Rang haben wir aktuell? Man sieht es oben. Warte mal, ich gehe in die Ehrenhalle. 20.260. Okay, also müssen schon noch ein bisschen arbeiten. Unter die 20k wären heute auf jeden Fall noch interessant, ne? Wir nehmen den hier. Den Hafenspieler, Digga. Was ist das denn gerade? Abgeräumt. 200 Ränge. Wir sind 20.052 da. Okay, wir halten fest. Wir chillen erstmal kurz. Guck mal. Der wird hier schwer, auf jeden Fall. Level 47 ist auch nicht einfach, aber könnte man schaffen. Wir haben mehr Glück. Wir brauchen nur ein bisschen Glück. Boah, Junge. Was macht er denn da? Okay, das Ding hat gerade kritisch getroffen. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Junge, was macht er da? Alter, habt ihr das gerade gesehen? 82.000. Rein. Wir sind auf einem guten Run. Oh, das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut gewesen. Boot! Und weiter. Und weiter. Wir gehen mal ganz kurz auf die Map. Hier, zum Gaukler-Goblin. Oh mein Gott, Leute. Wir kriegen 2.500 wieder in unsere Tash rein, Mann. Chillig. Boots, Junge. Da gibt es erstmal richtig Kohle. Wir haben heute sehr, sehr viele Missionen erledigt. Sehr geil. Was haben wir hier? Verdiene Gold durch Kämpfe in der Ehrenhalle. Das ist eine. Wir brauchen zwei Missionen. Fünf Kämpfe hintereinander in der Ehrenhalle gewinnen. Leute, wenn wir jetzt noch einen Kampf gewinnen und genug Gold haben, kriegen wir 5.000 on top. Let's go. Wir müssen eine gute Entscheidung treffen. Eine gute Entscheidung jetzt. Meinte, den packen wir.
Ich muss investieren. Ich muss meinen Charakter kurz vorher investieren. Ich muss investieren in den. Pass auf, wie machen wir es? Wir gehen in der Intelligenz mal hoch. Warte mal. Was ist das Main-Attribut? Die hat am meisten Intelligenz. Nee, Ausdauer und Stärke hat sie tatsächlich am meisten. Aber sie hat mehr Ausdauer als ich und sehr viel Leben hat die, ne? Sehr viel Leben. Okay, ich guck mal. Ich investiere alles. All or nothing. Leute, wir holen uns den Fight. Let's go. Guter Hit. Geblockt. Digga, das wird ekelhaft. Das wird ekelhaft. Wir müssen den Kampf gewinnen. 5000 Gold stehen auf dem Spiel. Aktuell sind wir in der Führung. Nein. Tja. Ja. Nein. Nicht blocken. Ja. Wichtig. Der war so wichtig, Digga. Yes. Wir haben die 5 Kämpfe hintereinander. Let's go. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen Gold farmen. Auf ganz entspannter Rino. Machen wir ganz locker den Aal. Die sind nur leider super stark jetzt alle, ne? Die sind richtig stark hier, die Leute. Ich muss mal gucken, dass wir gegen jemanden gewinnen, der sehr niedrigrangig ist. Ja, den hier könnten wir vielleicht schaffen. Ja, den könnten wir vielleicht echt packen. Der hat halt super viel Leben, aber vom Ding her macht der weniger Damage. Ich lasse mal ein bisschen vorskippen. Denn wie lange noch? Ich bin so bis, denke ich, 8:45 oder so bin ich am Start. Junge, was ist das denn? Denno, wie kann man der Gruppe joinen? Welcher? Ey, wir haben verloren. Aber das ist nicht so schlimm. The Cat. Level 56. Packen wir das? Ich würde den hier probieren. Blind. Der ist auch blind. Easy. Gold. Wir können durchziehen, Leute. Arkane Kristalle werden vom Schmied genutzt. Okay, cool. Sehr geil, dass wir das Gold abgeschmatzt haben. Wenn wir sogar noch eine Mission machen, können wir sogar noch ein Bier machen und noch eine Mission zocken. Aber, ja, da müssten wir 30 Kämpfe gewinnen. Das finde ich ein bisschen sehr anstrengend. Das machen wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Ja, ich glaube, da haben wir gut abgefarmt. Wir gucken mal unter Festung noch ein bisschen. Können wir irgendwas hier noch erledigen? Nee, wir haben ja auch keine Materials mehr. Wir könnten aber Bogenschützen ausbilden. Das machen wir auf jeden Fall. Ich könnte... Ja, in der Schmiede kann ich auch nichts mehr machen. Okay, wir sind hier auf jeden Fall durch. Dann können wir in der Taverne noch ein bisschen zocken, Alter. Und gleich noch einen neuen Charakter für Welt 9 machen, würde ich sagen. Okay, Leute, wir gehen erstmal entspannt rein. Wir tasten uns mal ran. Wie baue ich meine Festung? Du musst, glaube ich, welches Level muss man haben dafür? Denkst du, dass du First Try durch Chapter 3 kommst? Boah, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann auch nicht sagen, wie es wird. Level 25 muss man sein, um eine Festung zu bauen. Links. Timo war direkt der Erste. Nee, warte mal. Leon Gaming hat direkt Mitte geschrieben. So ein Pech. Beide hätten nicht recht gehabt. Okay, wir gehen nochmal auf entspannt rein. Wir sind noch nicht im Bruch. Alles gut. Musst du was Bestimmtes machen, um der Gilde zu joinen? Nö, Digga. Du musst sie einfach nur finden in der Ehrenhalle. Und dann gehst du da einfach rein. Rechts, Tristan Jürgen. Chefkoch nimmt links. Oh, Mitte. Schade. Wir hätten Mitte nehmen sollen. Viele, keiner hat Mitte gecallt. Gar keiner. Keiner hat Mitte gecallt. Okay, wir gehen dreifachen Einsatz jetzt. Jetzt wird's interessant. Jetzt müssen wir auch einfach mal, ne? Wie bekommst du die Mods für Elias? Die mache ich selber. Werden komplett aus eigener Produktion gemacht.
Hi Denno, ich habe ein Live gesehen und abonniert. Joel, freut mich, dass du am Start bist. Es sagen sehr viele rechts jetzt, ne? Links, Huggy. Okay, rechts. Nicht schlecht. Guter Call, Leute. Guter Call, gut gemacht. Wir haben minimalen Gewinn. Was brauchst du? 300 oder so haben wir Gewinn gemacht. Das ist schon, glaube ich, ganz gut. So. Gildeneinladung. Digga! Was soll das? Nix. Felix, der Macher. Bist ein Macher. Für dich habe ich mein Level 55 Account gelöscht, um bei dir in der Guild zu sein. Hä, Bruder, dann komm doch einfach rein mit deinem Level 55er oder was? Den musst du doch nicht löschen dafür, oder was? Digga, Felix ist so am Durchgrinden. Guckt euch das an, ne? Hier. Wichtige Tränke auch. Stabil. Bin ehrlich. Kann ich Leute eigentlich, Nee, ich kann Leute nicht, sozusagen, okay, ja, gut. Ich kann Leute leider nicht zu Offizieren machen. Schade. Bobby, Digga, wir müssen mal langsam wieder ein paar Leute aus der Gilde rauskicken. Ich sag ehrlich, was soll das denn hier? Willkommen in meinen Stallungen. Ah, damit kriegen wir halt auch voll viel Geld, ne? Zu wissen. Okay, ich investiere nochmal kurz mein restliches Gold weg, damit wir das nicht mehr gebunkert haben. Ich muss nur mal gucken, in was wir gehen. Ich würde eigentlich Stärke gerne auf 1000 machen, aber das schaffen wir, glaube ich, nicht, ne? Nee. Es fehlt ein bisschen was. Ich könnte... Genau, ich mache das so. Ich brauche die eh. So, Stärke ist jetzt auf 1000. Stabilo, Digga. Komm, Leute, eine Runde gönne ich noch. Eine Runde gönne ich noch. All or nothing. Wir spielen dreimal. Dreimal und da behalten wir alles. Oder wir gehen Bruch. All in. Dreimal oder wir gehen Bruch. So ein Ding wird das jetzt. Ciao, Denno. Alexander, bis dann. Abstimmung. Wie heißt das Game und kostet Geld? Ist umsonst. Heißt Shakes and Fidget. Timo sagt Mitte. Huggy sagt links. Ihr sagt, wir gehen rein, es ist die Mitte. Okay, Digga. Wir sind da, Chat. Ich hätte nicht damit gerechnet. Wir sind da, Chat. Okay. 8000 oder Bruch. So ein Ding wird das. Digga, let's go. Rechtsansage. Ich trau nicht. Sehr viele sagen links. Sehr viele sagen links. Wir gehen links. Wir gehen links. Du hast gut. Let's go, Chat! Wir sind drin! 4000! Let's go, Chat! Oh mein Gott! Jetzt hört zu. Musik wird jetzt sehr intensiv. Chat, wählt was aus. Ich sag ehrlich, was ist, wenn es wieder links ist? Was ist, wenn es wieder links ist? Wir hatten Mitte und wir haben links. Theoretisch könnte man auch sagen, jetzt müsste es rechts sein. Was für eine Entscheidung werden wir treffen, Chat? Was für eine Entscheidung treffen wir? Mitte? Rechts? Nur Caro sagt rechts. Keiner sagt rechts. Keiner sagt rechts. Alle sagen Mitte links. Links! Er will uns baden, Leute. Es ist safe nicht links. Ich gehe rechts. Ich gehe rechts. Ich gehe rechts, Chat. Wir werden so Bruch gehen, Digga. Safe.
Ja, wir haben alles. Alles von ihm genommen. Der Typ geht pleite. Guck ihn dir an. Guck dir sein dummes Gesicht an. Guck dir sein blödes Gesicht an. Guck dir das an. Der ist pleite, der Junge. Chat, wir haben alles rausgenommen, was geht. Oh mein Gott. Wir lassen's. Wir lassen's. Bisschen mehr Trust nächstes Mal. Digga, das war eine krasse Entscheidung. Das war ja eine krasse Entscheidung. Ey, wir haben drei... Alter, wir haben 1.000 zu 8.000 Gold gemacht. Bruder, ist das krass. Leute, tut es nicht. Tut es nicht. Es ist immer nur der Spirit im Stream, weshalb das funktioniert. Sonst würde es nicht gehen. Es ist der Spirit im Stream, Digga, weshalb es funktioniert. Wir pushen die ganzen Zeitattribute mal hoch. Jeweils 4.000 würde ich sagen, gehen wir hier einfach, dass wir ein bisschen gegen die anderen Klassen auch gut kämpfen können. So, wir machen gar nichts für die Main-Attribute. Wir pushen die Side-Attribute einfach mal so ein bisschen auch mit. Okay? Das haben wir sehr gut heute gemacht. Also, ich bin stolz auf euch. Wir gehen mal rüber und erstellen uns noch einen Charakter auf der neuen Welt. Ich habe nämlich, also, welcher Charakter ist das, der so richtig oft angreifen kann? Der so, der voll rein burnt. Welcher war das? Der Berserker. Ah, der war das, ne? Ist der Berserker, oder? Junge, guck dir den an. Ich glaube, der ist es, stimmt's? Ich weiß halt nicht. Ist es der Berserker? Weil dann würde ich mal sagen, ja? Okay, wir nehmen den Berserker dann. Den würde ich gerne mal spielen. Was haben wir denn so? Was nehmen wir für eine Klasse, Leute? Ich würde sagen, irgendwas, was Stärke hart pusht. Hier der Dämon, Alter. Der sieht auf jeden Fall heftig aus. Der hat aber Glück minus 3. Digga, Berserker mit Glück und Stärke wäre zu krass. Ich melde mich jetzt auf Europa 9 an. Ich werde Europa 9 gehen. Wie nenne ich den? Denno Smash, Digga. So heißt der. Wir gucken mal seine Augen an, ne? Was können wir so machen? Ich guck mir erstmal die Extras an. Digga, wir machen den. Oder für den richtigen Drip. Wir gucken seinen Kinn mal an. Digga, den finde ich geil. So einen richtig schönen markanten. Sein Mund. Ey, Diggi, das ist ein geiler, oder? Safe. Den, was ist das denn? Den nehmen wir mit. Die Augenbrauen. Die Nase. Wir nehmen so eine richtige Hakennase. Oder wollen wir was Cooles nehmen? Digga, die Nase passt eigentlich perfekt. Die Ohren. Die hier, oder? Die Hörner, die mache ich schön schwarz. Oh, wir können mal... Oh, ja, Digga, das finde ich schon cool hier. Ja, Digga, so geht der gut. Okay, speichere ich. Let's go. Hi, mein Name ist Shakes. Du siehst aus, als könntest du ein paar Tipps gebrauchen. Lass mal, Bruder. Brauche ich nicht. Was haben wir denn so? Wir könnten in die Taverne gehen und ein bisschen durchziehen. Ich muss jetzt erstmal schauen. Wir brauchen erstmal so ein Tier. Das ist ganz wichtig. Im Stall. Den Drachengreif, den muss man sich holen. Den muss man sich holen. Der ist ganz, ganz wichtig. Damit man in den Missionen hier gleich so hat, ne? Lassen wir mal kurz laufen. Ich schaue mich mal kurz noch ein bisschen um hier. Wollen wir eine Gilde machen? Wie teuer ist das? 10 Gold. 10 Gold für eine Gilde, Mann? Ich bin richtig Bruch, ey. Ja, wir warten ab. Dann würde ich sagen, wir skippen einmal alles durch. Seid ihr bereit, Alter? Kurz durchzuskippen. Wir gehen, denke ich mal, only für IP. Wir leveln erstmal nur hoch. Das ist gerade auch am Anfang sehr wichtig. Nur Erfahrung geben, ne? Hallo. Weil wir wollen ja so schnell wie möglich richtig hoch einsteigen, leveltechnisch. Und später farmen wir das Gold. Denno, wie heißt das Game? Shakes and Fidget Guten heißt Abend. Es. Junge, wie viele Töpfe habe ich denn hier gekriegt? Ich habe gleich eine Gilde zusammen. Alles gut. Ich habe gleich eine Gilde zusammen. Die mache ich noch. Eine Aufgabe.
mein neuer Knappe. Da bist du ja. Ah, nicht mehr lange. Pfeife gesehen. Ich glaube, das war eine geile Rüstung, die wir hier gerade gekriegt haben. Safe. Und wir können eine Gilde machen. Wie soll die heißen? Wir machen noch eine Gilde heute. Wie soll die heißen? Hier, wenn ihr halt hier oben den Namen sucht, ne? Zum Beispiel Team Denomi. Dann könnt ihr beitreten. Demons. Wie kommt man in deinen Clan? Denno ist Smash. Wollen wir Dennos Chat nehmen? Wir nehmen Dennos Chat. Das ist er. Ich muss aber das Wappen nochmal anpassen. Ey, guck dir diese Meerjungfrauen an. Die sind doch geil, oder was, Chat? Wir nehmen so ein richtig cooles hier, so ein Totenkopf, Digga. Nehmen wir auch noch. Die Banderole, die machen wir so. Und den Helm? Dennos Chat. Das ist es. Wir müssen aber nochmal die Farben kurz durchgehen. Warte mal. Ich glaube, wir nehmen, wenn, dann... Schwarz, ne? Und die Figur. Das finde ich schon cool hier eigentlich, wenn so unten der Mund so ein bisschen verdeckt ist. Boah, Digga, das kommt sogar noch krasser. So machen wir. Und die Figur müssen wir noch auswählen. Das passt ja so gut. Neil, nimm Dennos linkes Brusthaar. Ach, Digga, Mann. Ey, ganz ehrlich, was höre ich mir da schon wieder an? Das ist doch nicht cool. Aber das Schild gefällt mir nicht, Digga. Das hier, warum ist das rot? Da machen wir es so, da machen wir es so. Ja. Aber warte mal, die Krone passt jetzt auch noch nicht so ganz. Das ist er. Wir nehmen den Teddy. Digga, geil. Warte. Ich habe jetzt Plätze gemacht. Jetzt könnt ihr joinen. Jetzt könnt ihr joinen, falls ihr wollt. Rein da mit euch. Was willst du? Ich will EP, mein Bester. Wir wollen schnell leveln. Wir müssen reden. Nee, müssen wir nicht, Digga. Ich sag nö. Wollen wir mal einen Arena-Kampf machen? Wir können ja mal testen, Digga, wie stark wir sind. Da. Ich warte noch, bis ich einen Gürtel bekomme. Es gibt Wichtiges zu erledigen. Da sehe ich auch so. Da bist du, ja. Warte mal, wir kriegen noch ein Amulett. Wir nehmen die Intelligenz einfach mal mit. Guten Abend. Wir sind schon Level 6 auf Chillig. Das Amulett hier mit der Ausdauer nehmen wir auch nochmal. Glück würde ich halt auch mal hoch machen, ne? Wir bräuchten halt wahrscheinlich auch... Also Glück müssen wir echt ordentlich skillen. Ah, wir haben viel noch hier zu tun. Ich würde mal in die Arena gehen und gucken, was so passiert. Ich will einen starken Gegner haben. Den hier. Junge, was? Warum hat der so wenig Leben? Jo, was ist denn da? Ach, der ist Level 1. Ja, okay, das ist ja auch kein Wunder dann. Deine Oma? Bruder, du bist doch nicht meine Oma. Was soll das denn? Wer ist das? Digga, es gibt neue Quests, oder was? Expedition? Okay, das ist sehr krass.
Was zur Hölle ist das? Wir haben den Schlüssel gefunden. Okay, die zeigen mir gerade, was passieren könnte, wenn ich die Beute halt nehme. Okay. Und wenn ich dann einen Auftrag erfüllt habe, dann muss ich gegen den Steingiganten kämpfen. Okay. Dann kann ich mir eine Sache greifen, nämlich natürlich das. Und dann muss ich eine kurze Rast machen. Dann. Da wollen wir mal rein. Ey, lass mal eine Expedition machen, Chat. Ich guck mal. Wir nehmen mal das Ding hier. Wir nehmen den Schlüssel mit. Nehmen den Koffer mit. Spannend. Ich würde sagen, wir nehmen den hier mit. Ich check gar nichts mehr. Was zur Hölle war das? Jede Begegnung mit einem Drachen wird dein Heldentum zusätzlich steigern. Okay, crazy. Das ist ein sehr interessantes Prinzip. Zum Sieg. Und muss auch ganz ehrlich sagen, fürs nächste Mal kann man sich das auf jeden Fall mal sehr gut reinziehen. Ich mache hier an dieser Stelle Ende. Wir sind nämlich schon fast 4 Stunden live und so lange streame ich eigentlich nie. Freunde, ich hoffe, der Livestream hat euch heute gefallen. Es war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was morgen passiert. Ich hoffe, dass morgen alles gut geht mit Poppy Playtime Chapter 3. Ich sage herzlichen Dank auch hier, falls ihr das seht, an Shakes and Fidget, an das ganze Team für die Kooperation. Ich hoffe auch, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr wollt, schickt gerne nochmal komplett rein, Mods, alles nochmal in den Chat rein. Wenn ihr wollt, meldet euch gerne unter dem Link in der Videobeschreibung an oder in dem Link, den ihr jetzt gleich in dem Chat seht und zockt eine Runde rein. Game ist auf jeden Fall kostenlos, kann man auf Handy, auf PC zocken, ne? Also ganz, ganz chillig. Und ja, wir sehen uns morgen wieder, danke, dass ihr dabei wart und lasst gerne noch ein Like für diesen Livestream da. Kuss, 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 Freunde. Euer Denno out.